Guten Morgen, Österreich. 6:30. Wir sehen uns heute am Dienstag. Jetzt muss ich gleich mal schauen, wie viel der ist heute, der 28. April. Unglaublich, die Zeit vergeht so schnell. Bald haben wir es geschafft. Mit 1. bzw. 2. Mai ist ja der erste Schritt zur großen oder neuen Normalität getan. Die Geschäfte öffnen am Samstag, alle nämlich dann wieder. Und Friseurtermine gibt es hoffentlich auch. Ich hoffe, Sie haben schon einen. Wie ist es? Schneiden Sie Ihren Kindern die Haare? Gestern ist eine Studie veröffentlicht worden, dass ein Viertel der Kinder weniger als 3,5 Stunden zu Hause lernt. Also Home Learning, E-Learning zu Hause, weniger als 3,5 Stunden. Ich kenne Kinder, die schaffen gerade einmal 1,5 Stunden täglich. Naja, wir bleiben entspannt. Heute vor allem, wenn wir uns auch mit dem Thema Besuchsrecht im Altersheim beschäftigen. Dort ist ja sozusagen alles dicht gemacht worden in den letzten Wochen, um eben die gefährdete Zielgruppe, die Alten und Kranken, zu schützen. Wie das ausschaut und vor allem wie Besuche derzeit im Altersheim möglich sind, bevor auch da wieder eine Lockerung stattfindet, das haben wir uns für Sie angesehen. Hauptsache, dir geht's gut, das ist wichtig. Man hat 20 Minuten kommuniziert per Telefon. Das bis Ende April geltende Besuchsverbot wird also eingehalten. Denn die Besucher kommen nicht ins Haus, sondern betreten zum vereinbarten Termin von außen das improvisierte Besucherzentrum im Eingangsbereich. Mit Gummihandschuhen und Maske. Die Besuchten sind abgeschirmt durch die Glasscheibe. Das bedeutet, sich nicht anzufassen, nicht umarmen, sicherlich nicht küssen, aber mindestens sich zu sehen und miteinander zu sprechen. Ein Wiedersehen nach 6 Wochen Trennung. Es ist sehr bewegend zu sehen, welche starken Emotionen die Möglichkeit des Zusammentreffens für die Bewohnerinnen und Bewohner und auch für ihre Verwandten auslöst. Für mich war das wirklich, das war schon notwendig, weil so lange Zeit und man weiß nicht, wie das, was mit ihr ist, aber es war wunderbar. Heute bin ich glücklich, dass ich ihn gesehen habe und habe das Gefühl, er ist sehr, sehr gut aufgehoben. Es ist so, dass die Kommunikation oder dass die Freude über den Kontakt zu sehen und zu spüren ist. Hallo? Verstehst du mich? Ja. Ja, ja, na wunderbar. Über die vom Bund für Mai in Aussicht gestellte Lockerung des Besuchsverbots gibt es laut Stadt Wien noch keine Gespräche. Man plane daher ebenfalls so ein Modell des sicheren Zusammentreffens für die Stadt Wienhäuser. Das Heim der Kultusgemeinde in der Leopoldstadt könnte dafür wohl ein Muster sein als Hilfe gegen die Vereinsamung. Ja, da wird es wieder Zeit, dass man sich auch in den Arm nehmen kann, aber das wird wohl noch ein wenig dauern. Dienstag ist unser Rechtssicherheitstag. Ich freue mich sehr, dass er wieder bei uns ist, Dr. Clemens Völkel, der Anwalt unseres Vertrauens. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Doktor, wie geht's Ihnen? Wunderschönen guten Morgen, es geht mir gut. Ja, das freut mich sehr, wir haben uns ja auch länger nicht gesehen. Sie sind gesund und munter. Ja, Gott sei Dank. Wollen wir vielleicht wirklich auch gleich über dieses Beispiel sprechen? Die Volksanwaltschaft hält Ausgehverbote für Menschen, die in einem Altersheim leben, für rechtswidrig. Wie schätzen Sie denn ein? Sind auch die Besuchsverbote rechtskonform oder ist da auf alle Fälle was faul? Also die Besuchsverbote kann man wahrscheinlich im Rahmen des Heimaufenthaltsvertrages und des Hausrechts des Heimbetreibers verhängen, wenn sie geeignet sind und das gelindeste Mittel. Wir haben ja im Beitrag gesehen, dass hier verschiedenste Schutzvorkehrungen getroffen werden. Denkbar ist auch, dass man Verwandte quasi draußen am Zaun trifft. Also ich glaube, dass die Besuchsverbote vermutlich so halten werden. Wie gesagt, immer wenn das gelindeste Mittel da ist. Was anderes sind die Ausgehverbote. Die halte ich für nicht zulässig. Allerdings ist es dort so, dass ein Bezirksgericht in Wien sie für zulässig erklärt hat. Mir ist nicht ganz klar, wie das gehen soll. Denn für die Heimbewohner gilt die Covid-19-Maßnahmenverordnung. Das heißt, die dürfen sich eigentlich genauso im öffentlichen Raum bewegen, wie wir alle anderen auch. Und auch aus dem Heimaufenthaltsgesetz ist aus meiner Sicht nicht ableitbar, wie alte Menschen hier eingeschränkt werden können, denn das gilt nur bei psychischen Erkrankungen. Also eigentlich unter Einhaltung der Auflagen mit Abstand und all das und Schutzmaske dürfte sich jeder so bewegen oder müsste sich jeder so bewegen können, wie das eben ja, vorgeschrieben ist, oder? Exakt, ja. Okay.
Wird es da zu vielen Rechtsverfahren kommen? Ich meine, das hört man ja auch immer wieder, dass die Leute dann gestraft werden und 500 Euro zahlen müssen, weil sie den Abstand nicht eingehalten haben. Denken Sie, dass sich die Bevölkerung da wehren wird? Ja, das denke ich schon eigentlich. Also wenn Strafbescheide bzw. Organstrafmandate dort verhängt werden, dann gehe ich mal davon aus, dass schon viele das bekämpfen werden. Und je nachdem, wie der Einzelfall gelegen ist, glaube ich, gibt es da teilweise auch recht gute Chancen. Wollen wir zu diesem Versammlungsverbot kommen, das auch seit 16. März in Österreich gilt? Also das heißt auch Demonstrationen, sofern sie nicht schon abgesagt wurden, wurden behördlich untersagt. Und in Wien, wo öffentliche Versammlungen bei der Landespolizeidirektion angemeldet werden müssen, sorgte dieses sozusagen letztendlich für Kritik. Was sagen Sie dazu? Ich kann die Kritik verstehen, weil Grundrechtseingriffe immer sehr problematisch sind. Mir ist auch nicht ganz klar, wie die Veranstaltung von vornherein abgesagt werden konnte, denn soweit ich weiß, war das eine ganz kleine Demonstration. Das heißt, die Absage von vornherein ist aus meiner Sicht nicht unbedingt zu begründen mit den Verordnungen, die derzeit da sind. Das Problem ist aber, diese Covid-Maßnahmenverordnung, es darf halt keiner hingehen, denn man darf, wenn man nicht die Grundbedürfnisse deckt und einige andere Ausnahmen, den öffentlichen Raum nur dann betreten, wenn man ihn alleine betreten möchte. Und eine Versammlung ist halt nicht alleine betreten. Ob das so zulässig ist, ist fraglich. Bei jedem Grundrechtseingriff gibt es da eine sehr strenge Prüfung. Er muss ein legitimes Ziel verfolgen. Er muss tatsächlich geeignet sein, das Ziel zu erreichen, und es muss das gelindeste Mittel sein. Mhm. Das ist auch immer nach der aktuellen Lage zu beurteilen. Und grundsätzlich ist es natürlich so, dass solche Eingriffe eben wirklich streng geprüft werden. Man wird also sehen, an sich ist es, glaube ich, so, wie gesagt, es darf keiner hingehen. Das heißt, die Polizei kann dann dort einschreiten und Organstrafmandate oder sonstige Strafverfügungen austeilen, wenn die Menschen nicht zu Hause geblieben sind. Und dann wird man halt sehen, ob die halten, wenn man sie bekämpft. Alles klar. Ja, viele juristische Nachfolgen oder sozusagen zieht das nach sich. Ich bin auch gespannt, wie sich das ein oder anderen Fall entwickelt. Danke, dass Sie uns Auskunft geben und unser Rechtsexperte heute Morgen sind. Wie immer beantworten Sie natürlich Zuseherfragen. Bitte schicken Sie uns, wenn Sie etwas wissen wollen. Guten Morgen, @orf.at. Dr. Clemens Völkl ist den ganzen Morgen bei uns und wird, so gut es geht, Ihre Fragen beantworten. Ja, die Künstler, die kann man derzeit in keiner Veranstaltung, in keinem Raum, in keinem Theater, in keinem Opernhaus besuchen. Anders ist das natürlich, wenn die Künstler aus dem Haus gehen und zu den Menschen kommen. So geschehen bei Opern- und Operettensängerin Daniela Falli. Sie hat nämlich den Garten eines Seniorenpflegeheims besucht und ist dort sehr gut aufgenommen worden. Ich bin die Christel von der Hohen. Die Bewohner und Bewohnerinnen sind sehr traurig und natürlich vermissen ihre Angehörigen sehr. Und die Pfleger und Pflegerinnen müssen hier ganz außergewöhnliche Leistungen auch sozusagen psychologisch bringen. Menschen, die sich an nichts mehr erinnern, weil sie hochdement sind, fangen plötzlich wieder an, Lieder mitzusingen. Die können gar nicht mehr sprechen und auf einmal können sie wieder singen. Also man weiß es ja auch aus der Therapie, Musik, Kunst ist das Tor zur Seele und offenbar auch das Tor zu verschollenen Gehirnregionen manchmal auch. Die Sängerin Daniela Falli auf Besuch im Pflege- und Betreuungszentrum Berndorf. Zurzeit sind Konzerte und Besuche in Pflegeheimen ja tabu. So verlegte man den Auftritt in den Garten. Na, wunderbar. Also die Frau hat eine Stimme, das geht da ins Herz. Herrlich. Ich habe geweint. So schön war's. Mir ist auf einmal so zumute. Irgendwas prickelt und kitzelt im Blute. Die Daniela ist eigentlich mit Berndorf verbunden und sie hat gesagt, was kann ich für euch tun? Ja? Und dann haben wir eigentlich gemeinsam diese Idee entwickelt, weil es derzeit nicht um das geht, irgendwelche Spenden quasi herzugeben, sondern es geht um das, einfach persönlich präsent zu sein. Ja. Ich kenne
Ich weiß, wie sehr Musik erfreuen kann und wie wichtig gerade jetzt in solchen Zeiten auch Kunst und Kultur ist. Wir müssen Wege finden, nicht nur über Online-Streaming und sonst irgendwie, wie wir die Menschen erreichen können. Mir ist sehr gut gefallen. Gehört habe ich es, sehen tue ich es ja nicht. Weil ich sehe schlecht. Aber die Musik und das Singen war einmalig. Lauter bekannte Lieder. Ein außergewöhnliches Konzert in außergewöhnlichen Zeiten. Möge es viele Nachahmer finden. Bitte. Schade eigentlich, dabei hat sie so fesch ausgeschaut, die Daniela Falli. Vielleicht kann die Dame sie jetzt bei uns dann noch nachschauen im Fashion-Dirndl-Gewandl. Eine schöne Aktion, eine schöne Solidaritätsaktion, ja fast der Nachbarschaftshilfe, so könnte man das sagen, ist heute auch noch großes Thema bei uns. Mein Kollege Martin Ganster hat sich heute im Burgenland zu einem Zirkus gesellt, der gestrandet ist im Burgenland und wo auch natürlich viel Nachbarschaftshilfe geleistet wird, damit dieser Zirkus gut über die Runden kommt, vor allem die Tiere. Jetzt kommt er gut über die Runden, das hoffe ich. Er ist gesund und munter, unser ORF-Chefkorrespondent Roland Adrowitzer. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Lass ich noch kurz was sagen, was ich gerade gehört habe, diese Sängerin im Seniorenheim. Das erinnert mich an eine der schönsten Radio-Fernsehgeschichten, die ich gemacht habe, über einen englischen Radiosender, Angel Radio. Dort arbeiten nur Menschen, die über 70, meistens über 80 sind, spielen alte Musik und der mir genau das Gleiche erzählt. Demente Leute, die nicht wissen, was sie zum Frühstück gegessen haben, singen auf einmal wieder mit und werden wieder jung. Wunderbar. Oh, wunderbar. Schön. Sehr schönes Projekt für unsere Pensionsjahre, oder? Ja, das machen wir dann. Du hast noch weit viel, viel länger hin als ich. Ja. Du startest das Projekt und ich komme dann dazu. Genau. Super. Angel Radio 2. Angel Radio in Österreich. Angel Radio. Ah, Andrew, nicht Angel. Angel. Das Radio der Engel. Das ist ja nett. Wunderbar, schön. Ja. Schön, dass du heute Morgen bei uns bist. Da wollen wir vielleicht ein bisschen schon nach vorne schauen. Es findet heute Morgen eine Pressekonferenz statt mit gleich 4 Bundesministerinnen. Und das ist ein BNI. Bundesminister Nehammer, Anschober, Schramböck und Köstinger. Was dürfen wir denn da erwarten? Was wird denn da verkündet werden? Wir werden erfahren, was wir in Zukunft wieder dürfen. Die Aufhebung aller Ausgangsbeschränkungen, wobei wir ja gestern mit Erstaunen zur Kenntnis nehmen mussten, dass wir eigentlich Verwandte und Freunde in den eigenen vier Wänden treffen hätten dürfen, auch in den vergangenen Wochen. Wahrscheinlich wäre es nicht sehr gescheit gewesen. Wie es im Detail aussieht, sollten wir heute ab 8 Uhr in dieser Pressekonferenz erfahren. In unserem letzten Einstieg, kurz vor 9, werde ich dir schon ein bisschen was erzählen können. Super. Roland, du sprichst konkret etwas an, nämlich einen Auszug aus einem Schreiben auf der Homepage des Bundesministeriums, wo gestern auf Nachfrage der APA, der Austria Presseagentur, sozusagen die Definition von Ausgangssperren eigentlich noch einmal hinterfragt wurde. Und da musste man sich durchaus rechtfertigen von Seiten des Ministeriums. Ja, es war ja nicht klar in den vergangenen Wochen, was durfte man eigentlich, was darf man nicht. Auch jetzt weiß man ja noch wirklich, sei ehrlich, weißt du, was du in den nächsten Wochen und Monaten tun wirst? Man appelliert ja jetzt sehr viel an unsere Eigenverantwortung. Gestern hat der Bundeskanzler Sebastian Kurz in seinem Rückblick auf 75 Jahre Republikgründung auch wieder ganz stark an die Eigenverantwortung der Österreicherinnen und Österreicher appelliert, die in den nächsten Wochen und Monaten die Verordnungen ablösen sollen. Wir befinden uns ja alle seit Wochen in einem juristischen und menschlichen Graubereich, wo wir nicht wirklich wissen, was dürfen wir, was sollen wir. Im Zweifelsfall ist wahrscheinlich immer die Vorsicht besser. Wenn ich zum Beispiel schaue, dass sich in Deutschland diese ominöse Reproduktionszahl, wo sie immer heißt, dass 1 die magische Grenze ist, dass also jeder Infizierte maximal einen ansteckt, die war in Deutschland schon bei 0,7, jetzt soll sie wieder gestiegen sein auf 1,0 aufgrund der Lockerungen, die es in Deutschland gegeben hat. Bei uns sind wir noch deutlich unter 1, aber wir sehen, wir bewegen uns nach wie vor in diesem Graubereich. Und wissen halt auch nicht, was uns erwartet. Das ist das Problem von Corona. Wir haben gestern gehört, es sind interne Protokolle geleakt worden, so kann man das sagen. Ö1 hat das aufgezeigt. Es sind Protokolle einer internen Sitzung, Kanzler Kurz mit dem Gesundheitsminister und externen und internen Beratern, wo es darum ging, dass man sozusagen bewusst die Angst der Menschen schüren soll, um ein Schreckensgespenst Corona zu zeigen, um letztendlich Maßnahmen umsetzen zu können.
Ist das okay, wenn man das so diskutiert? Oder ist das eigentlich etwas, was der Bundeskanzler so nicht tun dürfte? Die Opposition hat da natürlich jetzt reichlich Futter gefunden. Also mal grundsätzlich diskutieren darf man in einer Demokratie alles. Wir müssen zurückgehen, es war der 12. März, es war der Donnerstag, es war der Tag, ich kann mich noch gut erinnern, wie damals in der Zeit im Bild die Gerüchte kursiert sind, dass bald massive Ausgangsbeschränkungen kommen werden, dass Österreich heruntergefahren wird. Und an dem Tag hat sich offensichtlich die Taskforce getroffen und hat die Maßnahmen beraten. Es wird ja viel jetzt dementiert, was da tatsächlich oder nicht gesagt wurde oder in welchem Ausmaß. Das will ich jetzt auch gar nicht bewerten, das überlasse ich dann auch den politischen Beobachtern und wie sie das interpretieren. Man wollte offensichtlich Bewusstsein schaffen für die Gefährdung der Bevölkerung durch dieses Virus, von dem es bis vor kurzem damals noch geheißen hatte, sei nicht mehr gefährlich als ein Grippevirus. Ob sich der Bundeskanzler und andere dabei in der Wortwahl vergriffen haben, ob sie zu drastisch gewesen sind oder nicht, das wird man im Nachhinein beurteilen können. Tatsache ist, dass es offensichtlich geholfen hat, denn sonst wären wir jetzt nicht bei diesen erfreulichen Zahlen, wo wir sind. Wir erinnern uns ja dann alle, das waren diese dramatischen Worte, auch später, bald wird jeder einen Corona-Toten kennen. Gott sei Dank ist das nicht der Fall. Aber noch einmal, grundsätzlich diskutieren darf man in einer Demokratie über alles und das soll man auch. Ja. Man darf auch absurde Vorschläge und fast ja, gesundheitsgefährdende Maßnahmen offenbar bei einer Pressekonferenz verkünden. Stichwort Donald Trump. Gibt es was Neues aus Amerika? Naja, er tritt jetzt doch wieder auf. Er hat jetzt doch wieder eine Pressekonferenz gemacht, nachdem er zuerst gesagt hat, er macht mir vorläufig keine mehr. Er hat viel Hohn und Spott für seinen Vorschlag da geerntet, dass man sich Desinfektionsmittel injizieren könnte. Er ist gestern wieder aufgetreten. Er hat Amerika ein großartiges Wiederaufleben der Wirtschaft versprochen, nach dem totalen Absturz, den die Vereinigten Staaten, den die Wirtschaft derzeit erlebt. Er hat auch klargemacht, dass die Präsidentenwahlen nicht verschoben werden. Am 3. November sollen sie ja stattfinden. Es hat Spekulationen gegeben, dass er sie vielleicht nach hinten verschiebt, auch wegen der schlechten Wirtschaftsdaten und wegen der hohen Arbeitslosenzahlen, was das Einzige ist, was ihm wirklich gefährlich werden kann. Ich glaube, seine Ausrutscher werden nur von denen immer so breit getreten, die ihn ohnehin nicht wählen. Seinen Anhängern ist das ziemlich egal. Aber was ihm gefährlich wird und gefährlich werden würde, wäre die Wirtschaftslage. Und da hat er klar gemacht, am 3. November wird gewählt. Ich hoffe, ich kann auch hinfahren zu meiner letzten US-Präsidentenwahl. Oh, das ist schade, weil dann weiß ich, dass du nicht bei uns bist. Aber die Technik macht es möglich, dass du dich zu uns schaltest. Roland, danke vorerst. Wir hören uns später dann hoffentlich auch schon mit mehr Infos zur bevorstehenden PK heute Morgen der vier Bundesminister und Ministerinnen. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Gerne. Und in der Zwischenzeit arbeitet er am Konzept für Radio Angel hoffentlich. Nein, wir bleiben jetzt gesund und munter und das allwöchentlich mit Dr. Christine Reiler. Und da geht es jetzt um ein wichtiges Thema, unsere Füße, die Stabilität unseres täglichen Lebens, so kann man das sagen. Und der Fußultraschall soll da vor allem aufschlussreiche Erkenntnisse bringen. Was genau? Das hat sich Frau Doktor für uns angesehen. Herzlich willkommen und guten Morgen aus der Ordination Dr. Reiler. Heute widme ich mich dem Abschnitt des Bewegungsapparats, der uns mit beiden Beinen im Leben stehen lässt und der natürlich besonderer Belastung ausgesetzt ist, unseren Füßen. Unser Fuß besteht aus 26 Knochen und diese Knochen sind über 33 Gelenke miteinander verbunden. Es gibt ein Quer- und ein Längsgewölbe und diese stabilisieren unseren Fuß. Das Quergewölbe besteht aus Bändern und Sehnen, das Längsgewölbe besteht aus Bändern der Fußsohle sowie aus Muskulatur. Der Fuß ist durch das obere Sprunggelenk mit dem Unterschenkel verbunden. Er fängt das ganze Körpergewicht auf und sorgt für die Federung beim aufrechten Stehen und bei Bewegungen. Beim Bergabgehen trägt er sogar manchmal das Dreifache des Körpergewichts. Durch die Belastungen sind unsere Füße natürlich auch anfällig für Erkrankungen. Der Fersensporn beispielsweise ist ein dornenähnlicher Knochenauswuchs im Bereich der Ferse. Er kommt durch Kalkablagerungen zustande und führt zu starken Schmerzen und Bewegungseinschränkungen. Ultraschallwellen können beim Fersensporn Abhilfe schaffen. Sie durchdringen das menschliche Gewebe und lindern so Schmerzen. Dr. Thomas Kastner aus Salzburg bietet so eine Therapie an und ich habe sie mir angesehen. Ultraschall ist besonders wirksam im Bewegungsapparat, bei Schmerzen, die Sehnen betrifft, Sehnenansatz, so wie beim Fersensporn, aber auch bei Tennisarm, Ellbogen, Golferarm kennt man, oder Verkalkungen der Schulter.
da wird der Ultraschall gerne eingesetzt. Was ist jetzt der Vorteil dieser Therapieform? Der Vorteil ist, dass sie nahezu nebenwirkungsfrei ist. Es gibt kaum Kontraindikationen, das durchzuführen. Und es hilft sehr gut. Übrigens, in unseren Füßen befinden sich mehr Sinneszellen als in unserem Gesicht. Sie haben also mindestens die gleiche Aufmerksamkeit verdient. Alles Liebe, Ihre Christine Reiler. Und ab Samstag dann auch wieder möglich, zum Beispiel die Fußpflege. Ja, die dürfen auch wieder aufsperren. Und da warten sicher einige schon auf einen Termin, ganz sehnsüchtig. Jetzt widmen wir uns einem Thema, das uns auch in den letzten Wochen immer wieder beschäftigt hat, nämlich das Zirkusse in Österreich gestrandet sind. Zirkusse, die einfach nicht mehr weiter konnten aufgrund der Corona-Krise. In Wien-Auhof ist so ein Zirkus gestrandet, aber auch in Pahndorf im Burgenland, wo jetzt mein lieber Kollege Martin Ganz da ist. Und das Gute ist, da ist auch die Nachbarschaftshilfe groß. Ich glaube, da bleibt niemand übrig vom Zirkus, oder? Nein, da bleibt sicher niemand übrig hier in Neudorf bei Pahndorf. Die Zirkusfamilie Wertheim, die ist hier vor 1,5 Monaten gestrandet und hat es hier ja, ganz wohnlich eingerichtet, auch weil ihnen geholfen wurde von den Bewohnerinnen und Bewohnern von Neudorf und Pahndorf. Aber die Geschichte soll uns am besten der erzählen, den es betrifft, Emilio Wertheim. Grüß dich, Emilio. Hallo, guten Morgen. Ich sehe schon, deine Kinder und dein Onkel, die sind bereits am Jonglieren, am Trainieren. Wie geht's euch? Schlecht, ehrlich zu sagen. Wir sind auf ein anderes Leben gewohnt, ja. Durch Österreich zu reisen und jetzt sind wir hier gestrandet. Ja. Ihr seid normalerweise um diese Jahreszeit in ganz Österreich unterwegs, nicht nur im Osten. Wie war das damals vor 1,5 Monaten, als ihr plötzlich erfahren habt, ihr habt ja da gerade das Zelt aufgebaut gehabt. Wie war das damals? Das war so, wir haben in Prellenkirchen gespielt. Das ist die Nachbarortschaft. Ja. Und dann sollte man normalerweise übersiedeln nach Neudorf. Ja. Und dann wurde uns gesagt, es darf man nicht spielen. Mhm. Dann haben wir abgebaut, das Zelt. Dann hat es geheißen, wir dürfen nur bis 50 Leute spielen. Ja. Dann haben wir es wieder aufgebaut, das Zelt. Dann kommt der Bürgermeister, wir dürfen sowieso nicht spielen. Dann haben wir es wieder abgebaut. Oh Gott. Und jetzt stehen wir schon seit 1,5 Monaten da. Unglaublich. Und dann ist eben etwas passiert, das euch sehr gerührt hat und auch viele andere, die davon erfahren haben. Dann wurde euch einfach geholfen von den Bürgerinnen und Bürgern. Also, was ist da passiert? Wie haben die das gemacht? Die Ersten, was gekommen sind, ob wir was brauchen oder nicht, waren die Polizisten. Aha. Die sind gekommen, braucht sie was? Ich habe gesagt, ja, wir haben kein Geld, keine Lebensmittel. Ja. Sind die sofort mit dem ersten Einkauf gekommen. Aha. Und dann Bürgermeister, WhatsApp-Gruppe, ist dann losgegangen und aha, jede Stunde ein Auto mit Brot, mit Milch, mit Eier und fantastisch. Ab und zu was finanziell. Und das habt ihr dringend gebraucht natürlich, auch weil euch im November auch noch ein Diebstahl passiert ist, wo euch sozusagen das Wintergeld gestohlen wurde. Dann das jetzt. Wie ist es in der Zwischenzeit in diesen 1,5 Monaten weitergegangen? Am Anfang wurde euch viel geholfen. Das ist natürlich jetzt wahrscheinlich weniger geworden, oder? Jetzt natürlich weniger, aber am Anfang war es mehr. Ja. Familie von uns hat uns auch geholfen. Also Schwiegermutter, der hat was geborgt. Ja. Ja, wäre das also im Herbst oder im Winter passiert, wäre das kein Problem. Aber nach der Winterpause, wo alles Geld rausgegangen ist, ja, dann gleich so dritte, vierte Station. Mhm. Aber auch in der Nachbargemeinde wurden Spenden gesammelt, da wurde euch ebenfalls geholfen. Es geht also weiter, auch weil ihr euch anbietet, eure Hilfe anbietet, auch so könnt ihr zu essen bekommen zum Beispiel, oder? Genau, der Philipp Tröstner, der organisiert das Ganze. Mhm. Barmer hat zum Beispiel vorige Woche 800 Euro für uns gespart, also gesammelt. Ja, die Nachbargemeinde, ja. Von den Lions haben wir 3.000 gekriegt, also noch nicht, werden wir kriegen. Aha. Lions Gras. Aha. Schönen Dank, möchte ich sagen. Dringend notwendig. Und vielleicht nur ganz kurz, um vielleicht zu illustrieren, welches wechselbarte Gefühle ihr jetzt gerade durchlebt. Du hast neben dir eine Kiste stehen, die hatte deine Frau vorher, das haben wir wirklich nicht gewusst, rausgegeben und wollte dir damit etwas sagen. Du hast schon 4 Kinder und was ist in der Kiste drin? Ich bin ein Sammler von Banknoten. Ich habe gedacht, das ist eine Banknote, aber das war komplett was anderes. Ja, du wirst Vater und das hast du vor einer halben Stunde erfahren. Fünffacher Vater, ja. Fünffacher, ja. Da möchte ich das muss man in der Früh machen, deswegen. Herzliche Gratulation. Und ich höre gerade die Eva, die uns da natürlich zuhört. Ja, großartig, bitte. Das ist doch eine schöne Geschichte, Eva, oder? Wir sind ganz begeistert. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Aber das erste Corona-Baby, oder? Offiziell. Ja.
Martin. Könnte man so sehen, kommt in die Statistik. Sehr gut. Es ist natürlich jetzt ein bisschen ein harter Bogen, den ich hier fahren muss. Ich wollte nämlich eigentlich nach der Luft in Parndorf fragen. So, das Thema Landluft ist nämlich heute gleich bei uns noch Thema. Wie schaut es denn da bei dir gerade aus? Ich muss sagen, sehr unauffällig, es riecht gut. Mir wäre nichts aufgefallen, das unangenehm riechen würde. Im Gegenteil, sehr angenehm. Gute Frühlingsluft. Bitte genieß die Morgenluft im Burgenland. Wir hören uns später noch einmal und danke für diesen schönen Bericht aus Neudorf bei Parndorf. Vielen lieben Dank. Und die Luft ist eben das große Thema, weil jetzt im Frühling, da riecht es ja mancherorts, vor allem am Land, recht würzig. Ja, die Gülle, die wird ausgetragen und ausgefahren auf den Feldern und das kommt immer wieder oder sorgt immer wieder für Streitereien. Darüber sprechen wir gleich nach Rosa Leyen, die schon im Zeit im Bildstudio auf Sie wartet. Und ich freue mich auch über Christa Tschida, unsere Kosmetikerin, wird uns heute wieder die guten Tipps für die Hautpflege geben. Also wir sehen uns gleich. Guten Morgen Österreich, wie gewohnt aus Wien, hier im ORF-Zentrum. Bis gleich. Gleich 10 nach 7. Guten Morgen Österreich. Danke, Rosa Leyen. Wir sind ja mitten in der Stadt, mitten in Wien im ORF-Zentrum. Und an manchen Orten in Österreich, speziell am Land, riecht es in diesen Tagen dann wieder recht würzig. Ja, Sie wissen, was ich meine. Die Landluft, die berühmte, die Gülle, der Adel, wie man so gegodelt wird, oder? So sagt man, die Jauche wird ausgebracht auf den Feldern. Und da kommt es immer wieder zu vielen Streitereien und Beschwerden. Was kann man denn da tun? Wie rüstet sich vor allem auch die Landwirtschaft, die Bauern dagegen und damit? Wir sprechen gleich mit Herrn, jetzt habe ich nämlich zwei Herren, darum muss ich zuerst nachschauen, das ist jetzt Herr Gronauer von der BOKU, von der Universität für Bodenkultur. Einen wunderschönen guten Morgen, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. In der Stadt riecht es gut, am Land, das schaut im Moment ein bisschen anders aus, oder? Ja, wie jedes Jahr um diese Zeit. Guten Morgen allerseits. Ein heikles, delikates Thema zum Frühstück, die Güllerei. Vom Frühstücksei zur Güllerei. Wir sind bei der Tierhaltung. Die Wurst auf ihrer Semmel, der Käse, die Milch, der Topfen, alles das hat mit der landwirtschaftlichen Tierhaltung zu tun. Und wenn Sie sich vorstellen, so eine Kuh, die produziert nicht nur die Produkte, die wir als Menschen gerne haben, sondern auch etwas anderes, wie wir auch. Und davon in einem Jahr ungefähr 20 Kubikmeter. Das müssen Sie sich vorstellen, das ist so viel wie ein Tanklastzug, der an der Tankstelle den Diesel abliefert. Und gleichzeitig ist diese Menge gehaltvoll an Mineralien, Mineralstoffen, auch Humusbestandteile, die für das Bodenleben und das Pflanzenwachstum wichtig sind. Deswegen hieß es früher auch das braune Gold des Landwirts. Ja. Herr Gronauer, ich merke schon an Ihrer Argumentation, Sie appellieren da natürlich auch ein bisschen an den Hausverstand der Leute. Also wenn wir das essen wollen, müssen wir das andere in Kauf nehmen. Ist das so? Ja und nein. Es ist alles eine Dosis, eine Frage der Dosis, ob es ein Gift ist, ob es zu sehr störend wird, wie lange es stinkt und so weiter. Mhm. Der Geruch ist ganz richtig, kann ein Problem sein, wobei aber da durchaus das Handhaben der Düngemittel sehr wohl auch Möglichkeiten bietet, dieses Problem zu reduzieren. Wirklich? Welche Möglichkeiten haben Landwirte dahingehend? Das fängt erstmal mit der Lagerung an, wenn das lang genug gelagert wird. Die Wirtschaftsdünger bauen die sich mikrobiell auch ab, dann hat man auch weniger Geruch schon mal. Mhm. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Wirtschaftsdünger zu behandeln. Und dann ganz wichtig ist auch der Zeitpunkt und die Menge, mit der dann der Dünger, der organische Dünger, auf die Felder gebracht wird, um diesen Kreislauf, der ja seit Jahrtausenden letztendlich üblich war, so zu schließen, dass er einer guten landwirtschaftlichen, fachlichen Praxis entspricht. Und dafür gibt es ja auch rechtliche Rahmenbedingungen. Das wollte ich Sie gerade fragen. Ist das sozusagen auch EU-weit geregelt? Davon gehe ich aus. Ja, ja, da gibt es von der EU-Ebene weg bis in nationalen und auch nochmal in Länder- und Länderrahmenbedingungen gibt es einen ganzen Strauß von rechtlichen Regeln, die für die Landwirtschaft eben auch damit verbindlich, aber auch als Orientierungshilfe dienen. Herr Gronauer, das war gut erklärt. Ich danke Ihnen vielmals. Wir kennen uns aus. Wir müssen halt auch gewisse Maßnahmen in Kauf nehmen. Aber man kann es auch ein bisschen dosieren. Sie sagen, die Dosis macht das Gift.
läuft und dann gibt es weniger Aufregung. Vielen Dank vorerst an Sie, wir hören uns später noch einmal. Und ich darf jetzt zu Alfred Pöllinger übergeben. Er ist in der Steiermark jetzt bei uns zugeschaltet. Alfred Pöllinger ist Land- und Umwelttechniker. Einen wunderschönen guten Morgen, ich freue mich, dass Sie da sind. Wie riecht es am Land? Also im Moment riecht es sehr gut. Die Zeit, wo die Gülle oder der Mist ausgebracht wird, ist im Wesentlichen vorbei. Und die Landwirte haben auch versucht, die Witterungssituation entsprechend zu nutzen. Allerdings war das heuer natürlich bei dieser Trockenheit sehr, sehr schwierig, weil man ja grundsätzlich sagt, dass Gülle bei kühler, feuchter Witterung auszubringen ist. Und feucht war es halt heuer leider eben zu wenig, okay, muss man ganz ehrlich sagen. Gab es da besonders viele Beschwerden aufgrund der Witterung und des Geruchs? Also ich kenne jetzt weniger Beschwerden. Ich habe es nur persönlich selber auch wahrgenommen, dass es durchaus intensiv gerochen hat. Und da muss man auch von Tierarten unterscheiden. Im Rinderbereich ist es vielleicht weniger intensiv wie im Schwein- oder im Hühnerbereich. Und einen Punkt muss man schon dazu sagen, dass auch Wirtschaftsdünger auf Ackerland, jedenfalls wo es möglich ist, auch einzuarbeiten ist, um hier die Geruchsintensität auch etwas zu reduzieren. Okay. Was tun denn jetzt, gehen wir auf die andere Seite, auf die Anrainerseite. Ja, was kann man denn als Anrainer tun, wenn man das Gefühl hat, jetzt ist wirklich die Schmerzgrenze erreicht? Naja, als Anrainer hat man zum einen die Möglichkeit, natürlich direkt Kontakt aufzunehmen mit dem Landwirten oder das auch über die einzelnen Gemeinden zu regeln auf Gutwill. In dem Sinn, es gibt ja auch gute Beispiele dafür, ein sogenanntes Gülle-App, wo dann Landwirte mehr oder weniger davor warnen, unter Anführungszeichen, okay, oder sagen, bitte jetzt keine Wäsche raushängen diese nächsten 1, 2 oder 3 Tage, weil wir fahren Gülle. Okay. Und wenn es ganz, ganz arg wird, dann gibt es die Möglichkeit, eine Unterlassungsklage einzubringen nach allgemeinem bürgerlichen Gesetzbuch. Da ist allerdings sozusagen sehr, sehr schwierig, das auch durchzujudizieren, weil es hier nicht dann um eine nicht ortsübliche Geruchsbelastung gehen muss, sondern eigentlich darüber hinaus. Und das gehört dann auch entsprechend geprüft. Das heißt, wir verlassen uns auch in diesem Fall auf den Hausverstand von Landwirt und Anrainern. Wie gesagt, es ist der Zeitpunkt, wo man dann die Gülle austragen kann. Ein guter oder ein schlechterer. Und die Anrainer bitten wir um ein bisschen Verständnis für diese Zeit, die jetzt ohnehin schon fast vorbei ist, oder? Genau, miteinander reden auch. Das ist auch ganz ein wichtiger Punkt. Und in Zukunft wird sich auch vielleicht das eine oder andere noch tun müssen, weil wir verstärkt in Richtung bodennahe Wirtschaftsdüngerausbringung oder Gülletechnik mehr machen müssen in der Landwirtschaft. Herr Pöllinger, ein gutes Stichwort, darüber sprechen wir später. Ich danke Ihnen ganz herzlich, schick vorerst liebe Grüße in die Steiermark. Dankeschön. Danke. Danke. Lassen Sie sich Ihr Frühstück nicht verderben durch so ein Thema. Na? Alles wird gut. In der Stadt haben wir da zum Glück keine Probleme. Wir haben aber oft sprachliche Probleme, nämlich jene Menschen, die vielleicht die deutsche Muttersprache nicht so gut beherrschen. Die brauchen aber auch dringend Informationen. In Zeiten von Corona ist das umso wichtiger. Deshalb gibt es auch von Seiten des ORF, nämlich auf Facebook und Instagram, Nachrichten in unterschiedlichen Sprachen. Da ist Arabisch genauso dabei wie Slowenisch. Schauen Sie sich dieses Projekt an. Eine Nachrichtenredaktion im Wohnzimmer. Seit Corona bringt Elisabeth Hausmann-Farkas Nachrichten in ungarischer Sprache in den sozialen Medien des ORF. Die Journalistin nimmt von Montag bis Freitag Videos zur Covid-19-Krise in ihrem Haus im Baumgarten auf. Ich spreche Ungarisch, weil meine Familie zur burgenländisch-ungarischen Volksgruppe gehörte. Wir haben zu Hause nur Ungarisch gesprochen. Ich habe erst im Kindergarten Deutsch gelernt, habe dann aber natürlich maturiert in ungarischer Sprache hier im Burgenland und in Wien habe ich dann Finno-Ugristik studiert, also Ungarisch studiert. Der ORF bringt auf Facebook und Instagram auch Nachrichten auf Türkisch, Arabisch, Farsi, Englisch, Slowenisch, Kroatisch, Bosnisch, Serbisch, Tschechisch und in österreichischer Gebärdensprache. Bisher wurden etwa 2,4 Millionen Videozugriffe gezählt. Welche Themen die User besonders interessieren, posten sie gern und zahlreich.
ganz, ganz viele, ja, sind daran interessiert, was passiert mit den Grenzen? Wann werden die Grenzen wieder aufgemacht? Darf ich nach Ungarn fahren, ohne dass ich in Quarantäne quasi gerate oder komme? Was ist, wenn ich nach Österreich zurückkomme? Was ist, wenn ich wieder zu arbeiten beginne? Viele fragen natürlich auch, wie schaut's aus mit der Kurzarbeit? Wie lange noch? Und leider Gottes sind auch sehr viele dabei, die immer wieder auch berichten, sie haben ihren Job verloren, hoffen aber darauf, dass ihre österreichische Firma sie dann irgendwann wieder mal beschäftigen kann. Elisabeth Hausmann-Farkas ist seit 20 Jahren Redakteurin. Sie koordiniert die Ungarisch-Redaktion im ORF-Landesstudio Burgenland. Mittlerweile sind ihr Gesicht und ihre Stimme weit über die Landesgrenzen bekannt. Die Reaktionen der ungarischen Community sind wirklich erstaunlich positiv. Ja. Sie haben das extrem gut angenommen. Sie freuen sich auch jeden Tag schon auf die frischen ungarischsprachigen Nachrichten. Um 18 Uhr wird immer aktualisiert und sie sind auch wirklich alle sehr dankbar. Morgen steht Elisabeth Hausmann-Farkas wieder vor ihrem Bücherregal und nimmt wieder ein aktuelles Nachrichtenvideo auf. Ich wisse und lade schra. Cool, tolle Sache, toller Service. Jetzt schauen wir mal, was tut sich denn so in der Welt? Ja, Dominic Thiem, unsere Tennisnummer 3, nimmt mit dem heutigen Tag sein Training wieder auf. Gespielt wird ja so bis, also für längere Zeit jetzt mal nicht, beziehungsweise keine Turniere, aber bitte, ganz lustig, Dominic Thiem und nicht nur er, sondern zum Beispiel auch Rafael Nadal, spielen im Moment virtuelles Tennis gegeneinander. Das ist ganz lustig. Haben wir gehört, per Computerspielkonsole versuchen die sozusagen Matches auszutragen. Andy Murray ist auch mit dabei und so vertreibt man sich die Zeit ganz gut, bis es dann wirklich wieder losgeht. Ein Schweizer Künstler, der vertreibt sich die Zeit mit viel Arbeit, so könnte man das sagen. Schauen Sie sich dieses Riesen-Graffito an. Mit 3000 Quadratmetern ist es in den Schweizer Alpen zu sehen. Jenseits der Krise heißt es und es soll dort, soll das Mädchen, also so ist es. Und dort soll das Mädchen auch hinschauen. So soll es einfach gesagt werden. Und jetzt gesprüht vom Schweizer Künstler und biologisch abbaubar aus Kreide und Holzkohle. Wie lange es zu sehen sein wird, das ist natürlich vom Wetter abhängig. Weil sobald es regnet, wird das auch wieder weggespült. Aber ziemlich imposant auf 3000 Quadratmetern in den Schweizer Alpen. Und ich glaube auch ziemlich imposant, beziehungsweise sehr, sehr köstlich ist auch unser folgendes Rezept. Wir kochen jetzt Kardinalschnitten. Also für mich ja eine der tollen Mehlspeisen, so darf ich das sagen, aber ein bisschen aufwendig. Das muss man schon machen können. Vielleicht schauen Sie jetzt bitte unserem Koch gut über die Finger. Wir haben einen schönen Beitrag aus Oberösterreich, unser Rezept zum Tag. Monika Baumgartner ist Wirtin und Köchin aus Leidenschaft. Die Zugeheiratete ist nicht nur die gute Seele des Hauses Baumgartner, sie bäckt auch voller Leidenschaft. Heute für uns den Klassiker, wegen dem die Gäste teilweise auch gern von weiter her kommen, eine Kardinalschnitte. Zuerst die Baiser-Masse, dann den Biskuitteig. Das sind ganze Eier und nur Dotter, werden sehr schaumig mit Staubzucker gerührt. Und wenn das recht cremig ist, die Masse, dann kommt Mehl mit Maizena und ein bisschen Backpulver dazu. Das wird schön langsam unterkommen. Dann werden der Baiser auf Bahnen aufgestrichen und in die Zwischenräume wird dann das Biskuit eingefüllt. So souverän, wie sie das heute macht, war das nicht immer. Und darum weiß sie auch, warum sich viele über diese Mehlspeise nicht drüber trauen. Weil es einfach das mit der Baiser-Masse ein bisschen zum Aufpassen ist, damit das nicht verrinnt oder es ist zu flüssig oder zu fest. Ich habe schon so viele Meinungen gehört. Es ist bei jedem fast die erste daneben gegangen. Bei mir auch, muss ich auch zugeben. Nachdem alles eine schwache halbe Stunde bei mäßiger Hitze im Rohr gebacken wurde, wird die Kaffeecreme aufgetragen. Die wird dann einfach Schlag mit Löskaffee und Staubzucker ein bisschen schön cremig gerührt. Ein bisschen Sahne steif zum Schluss dazu und dann einfach zwischen die zwei Teigbahnen eingestrichen und fertig. Hey.
herrlich, Kardinalschnitten. Danke für dieses tolle Rezept. Auch übrigens nachzulesen auf unserer Homepage und in der ORF-Nachlese. Dienstag ist Schönheitstag. Super, oder? So starten wir in die Woche. Natürlich, und wie wir das schon gewohnt sind, mit Christa Tschida, unserer Kosmetikerin aus Neusiedl am See. Schön, dass Sie wieder da sind. Guten Morgen. Heute bitte mit Blumendeko. Das schaut nach Wellnessbereich aus. Was tun wir denn? Vorbereiten auf die Saison. Im Frühling zeigt man mehr Haut. Das Dekolleté ist im Vordergrund, straffe Oberarme, straffer Busen. Jetzt ist die Zeit dafür, das zu aktivieren und jetzt neue Energie und Schwung da hineinzubringen. Das muss ich schon nachfragen. Ich meine, straffe Haut, ja, aber einen straffen Busen über Kosmetik, das geht sich aus? Auf jeden Fall. Das kriegen wir so hin? Na, sicherlich. Toll, da bin ich dabei. Bitte sehr. Was muss ich denn da tun und Sie zu Hause auch? Ich fange schon in der Dusche an, eben mit Wechselduschen, kalt-warm. Ah, ja. Ich aktiviere, okay. Ich durchblute. Mhm. Wenn ich mich abgetrocknet habe, nehme ich entweder eine kleine Bürste oder einen Schwamm und reibe jetzt diese Oberarme, mein Dekolleté, meinen Busen schön intensiv ein, okay. Sodass er durchblutet ist und anschließend gebe ich ein Wundermittel drauf. Und was ist das Wundermittel? Das Königinnenfutter Gelée Royale. Gelée Royale. Gelée Royale strafft alles. Langfristig oder nur kurzfristig? Langfristig. Man soll es regelmäßig verwenden, jetzt okay. 3 Wochen hindurch. Und Sie werden sehen, dass die Haut praller, fester, straffer wird und optimal regeneriert. Großartig. Ich liebe solche Tipps, weil ich finde, es gibt so einfache Sachen und die haben so eine hohe Wirkung, oder? Ja, natürlich. Die richtige Haltung, den richtigen BH, dann nicht intensive Sonne, das okay. tut nämlich unsere kollagenen Fasern zerstören und dadurch wird das Gewebe dann auch schlaff. Mhm. Also kleine zusätzliche Maßnahmen und es gibt dann von den Kräutern her Phytoöstrogene, die jetzt auch die Haut praller, runder und schöner machen. Okay. Das ist der Hopfen. Der Hopfen, das sind Hopfenblüten. Okay. Genau. Salbei? Salbei hat sehr viel Isoflavone und dann auch noch Boxhornklee. Okay. Ja. Aber in welcher Form? Bier trinken beim Hopfen oder was darf das sein? Den streue ich einfach über meinen Salat. Wirklich? Ja. Oder ich mache mir einen guten Tee. Super, einen Hopfentee. Die 2 Maßnahmen. Ja? Und das merkt man gar nicht, wenn diese Hopfenblüten da eben auf diesem Salat drüber sind. Und diese Isoflavone nehme ich über den Körper auf und meine Haut wird wirklich prall, schön und straff und bleibt lange schön. Okay. Also von innen und von außen. Ja, 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 immer ja. Beide Maßnahmen. Okay. Wonach schmeckt Hopfen? Das habe ich überhaupt noch nie so probiert. Ist sehr angenehmer Duft vom Tee jetzt her und angenehm zu trinken. Okay. Und wenn ich es auf einen Salat gebe, eher neutral. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie was Bitteres oder sonstige okay, Negativsachen. Nein. Also irgendwie greift sie zumindest mal gut an, ein bisschen klebrig. Ja, weil dieser Blütenstaub auch drauf ist. Da ist noch immer Blütenstaub drauf und das spürt man, obwohl der jetzt vom Herbst ist. Der ist getrocknet und den nimmt man eben dann auf und diese Phytoöstrogene machen uns noch schöner. Na super, ich finde das toll. Also ich muss noch mal wiederholen, Wechselbäder jetzt unbedingt beginnen, ja. Dann wirklich bürsten, die Haut bürsten und von den sozusagen durchbluten durch die Bürsten und dann? Und dann mache ich eine schöne Massage. Dazwischen kann ich noch Kräftigungsübungen machen, wo ich einfach im Sitzen den Brustmuskel aktiviere und straffe so ein paar feine Übungen und dann habe ich alles schon getan für den Tag. Und wenn ich das regelmäßig 3 Wochen mache, habe ich wirklich im Sommer dann vorgearbeitet. Toll. Obwohl die Bäder vielleicht gar nicht aufsperren, aber irgendwo werden wir schon ein Sonnenplatzerl oder ein Badeplatzerl erwischen. Wir machen es ja für uns selber. Okay. Das heißt auch für die Optik, dass wir uns wohler fühlen. Dass wir uns wohler fühlen. Wenn wir uns pflegen, stärken wir unser Immunsystem. Mhm. Wir sind fröhlicher, uns geht es besser. Wir einfach nur für uns. Toll. Christa Tschida, ich bin dabei. Ich werde mich an diese Tipps halten und fleißig schmieren. Ich finde das ganz eine tolle Sache. Und vor allem ist immer so schön, was man von innen und außen tun kann und das regelmäßig und das wirkt. Vielen Dank für diesen schönen Besuch. Danke. Namaste. Wir sind total entspannt. Schön ist das. Heute gleich bei uns zu Gast der Roland Adrowitz, unser Chefkorrespondent. Ich bin schon gespannt, ob er uns schon einen Ausblick auf die heutige Pressekonferenz von gleich 4 Bundesministern geben kann. Außerdem unser Rechtsbeistand
Vorstand Dr. Clemens Völkel mit Ihren Fragen. Also schicken Sie uns, wenn Sie was wissen wollen, gutenmorgen@orf.at. Wir beantworten Sie. Wir sind gleich zurück nach Rosa Leyen und den Zeit-in-Bild-Meldungen. Okay, dass es Ausgangssperren für Bewohner im Seniorenheim gibt. Wie schaut es aus mit den Besuchsverboten? All das sind die Themen, die wir gleich diskutieren werden mit Clemens Völkel. Und davor widmen wir uns natürlich dem Thema. Alle warten auf ein Medikament, alle warten auf einen Impfstoff gegen Corona. Und das ist im Moment nicht nur ein großer Wettlauf, sondern auch ein großes Geschäft. Aktuell wird weltweit an rund 80 Impfstoffen gegen das Coronavirus geforscht. 6 Impfstoffe sind, wie man von Virologen hört, so weit, dass sie gute Anzeichen versprechen. Und in New York wird im Moment an einem Impfstoff geforscht, der wirklich sehr vielversprechend ist. Und er geht davon aus, das sagt dieser Virologe aus Österreich, dass er bereits Anfang 2021 zum Einsatz kommen könnte, also dementsprechend bereits geimpft werden könnte. Was 10 bis 15 Jahre dauert, soll in Monaten geschafft werden. Der Virologe und Impfstoffforscher Florian Krammer geht davon aus, dass es Anfang 2021 Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 auf dem Markt geben wird. Bei einer Videokonferenz mit dem Rektor der Johannes Kepler Universität Linz, Meinhard Lukas, zählt der in New York lehrende und forschende Österreicher 6 vielversprechende Impfstoffe auf. 2 in den USA, 2 in China. Einer in Großbritannien und ich glaube in Deutschland fängt es auch. Also es gibt da relativ viele Kandidaten, die schauen eigentlich alle recht gut aus. Der Forscher warnt vor einer zweiten Welle im Herbst. Besonders dramatisch sei es, wenn sich ein Mensch gleichzeitig mit dem Influenza- und dem SARS-CoV-2-Virus infiziere. Der erste Patient in den Philippinen zum Beispiel, der war in seinen 30ern, hatte eine Koinfektion von Influenza B und Coronavirus und ist gestorben. Die Forscher versuchen, offene Fragen zu klären. Etwa, ob ein Mensch, der dieses Coronavirus überstanden hat, im Anschluss dagegen immun ist. Und falls ja, wie lange? Bei anderen Coronavireninfektionen sei man in der Regel für 1 bis 3 Jahre geschützt. Der von Krammer und seinen Kollegen entwickelte Antikörpertest zeige auch, über wie viele Antikörper der Mensch verfügt. Wenn es zu einer zweiten Welle im Herbst kommt, kann das natürlich sehr nützlich sein, wenn man eine Korrelation findet zwischen Schutz und einem bestimmten Antikörpertiter und man dann weiß, dass vielleicht 10% der Bevölkerung schon infiziert waren und diesen Antikörpertiter haben und es dann wieder zu Quarantänemaßnahmen kommen muss, dann kann man die vielleicht von diesen Quarantänemaßnahmen ausnehmen. Bei hunderten Schwererkrankten sind Plasmatransfusionen von genesenen Patienten eingesetzt worden. Um die Wirksamkeit dieser Methode zu klären, laufen ebenfalls mehrere Forschungen. Ja, und hoffentlich wird das dann bald ein gutes Ergebnis geben und wir haben dann ja, sozusagen ein Mittel gegen dieses Virus und können uns schützen. Jetzt haben wir ein Mittel gegen alle ja, Ungereimtheiten und sozusagen juristische Probleme. Wir haben unseren Anwalt bei uns, Dr. Clemens Völkel, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Wollen wir vielleicht noch einmal kurz, wie wir es heute schon einmal gemacht haben, ansprechen. Senioren oder Menschen, die in Senioren- und Altenheimen leben, haben sogenannte Ausgangssperren. Das ist ja nicht ganz okay, oder? Was das Grundrecht betrifft. Ist das zulässig? Eine ganz schwierige Situation für diese alten Menschen. Die Ausgangssperren sind, glaube ich, nicht zulässig, weil es auch das Covid-Maßnahmengesetz genauso für alte Menschen gilt. Da gibt es keine besonderen Beschränkungen für Risikogruppen. Das heißt, die dürfen öffentlichen Raum betreten, soweit das auch für andere Menschen gilt. Da gibt es diese 4 oder 5 Ausnahmen. Es gäbe noch das Heimaufenthaltsgesetz, das gewisse Möglichkeiten für Freiheitsbeschränkungen vorsieht, allerdings, soweit ich es kenne, nur für psychisch kranke Menschen. Auf der Grundlage dürfte aber ein Bezirksgericht jetzt so ein Ausgangsverbot bestätigt haben. Mir ist nicht klar, wie das gehen soll. Man könnte sich noch überlegen, ob man irgendwie im Rahmen des Heimvertrages hier dazu kommt. Das glaube ich aber nicht. Was anderes ist es bei Besuchsverboten. Da kann es sein, dass unter bestimmten Voraussetzungen, wenn das das gelindeste Mittel ist,
Besuche eingeschränkt oder untersagt werden könnten. Mhm. Aber auch das ist ganz genau zu prüfen, weil das natürlich enorme Eingriffe für diese Menschen sind. Mhm, absolut. Samstag, ja, am 2. Mai ist es dann soweit. Es sperren jetzt alle Geschäfte wieder auf, allen Dienstleistungsbetriebe. Da gibt es hohe Sicherheitsauflagen. Ich denke an die Friseure, Fußpflege, alles, was auch mit Körperkontakt zu tun hat. Ist das aus juristischer Sicht auch dementsprechend und ordentlich geregelt oder haben Sie da irgendwo noch Bedenken? Naja, ich glaube, dass sich viele Einzelfragen stellen, so wie derzeit fast überall. Mhm. Also das ist ein riesen Graubereich alles. Es gibt hier, soweit ich es jetzt schon verfolgen konnte, zum Beispiel für Friseure relativ genaue Regeln, einerseits zum Kundenabstand, dann bei bestimmten Behandlungen, wie hier Sicherheitsvorkehrungen oder Hygienemaßnahmen einzuhalten sind. Ich gehe mal davon aus, dass es aber trotzdem sehr viele Zweifelsfragen geben wird und das natürlich insofern problematisch ist, als es sehr hohe Verwaltungsstrafen gibt, wenn man diese Hygienemaßnahmen nicht einhält. Das heißt, man wird sich wahrscheinlich als Ladenbesitzer sehr genau damit auseinandersetzen müssen, was darf ich, wofür muss ich Vorkehrungen treffen und wie müssen die gestaltet sein. Und da würde ich mir natürlich auch wünschen, dass es einen gewissen Spielraum von Seiten der Verwaltungsbehörden gibt, da nicht irgendwie ganz genau zu schauen, soweit man sich irgendwo im Rahmen bewegt, weil es eben sonst zu großen Problemen und Verunsicherungen kommen kann. Denken Sie, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen, nämlich die Anwälte, in den nächsten Wochen, Monaten auch sehr viel zu tun haben werden? Ich glaube, das kommt sehr darauf an, was diese Anwälte machen. Viele davon werden wahrscheinlich viel zu tun haben, manche davon werden eher weniger zu tun haben. Also wie gesagt, das kommt, glaube ich, ganz darauf an. Und bei denen, die jetzt weniger zu tun haben, gehe ich davon aus, dass die wahrscheinlich in eher kürzerer Zeit viel mehr zu tun haben werden. Also ich denke da zum Beispiel ans Insolvenzrecht oder ans Verfahrensrecht, wo sich Dinge sehr stark aufgestaut haben. Da wird dieser Rückstau abzuarbeiten sein. Mhm. Kommen wir noch einmal auch zurück, nachdem die Geschäfte geöffnet werden, gehen natürlich auch langsam viele Menschen wieder in ihren Job zurück, in ihre geregelte Arbeit. Eltern, die dann ihre Kinder auch betreut haben müssen und ihre Kinder sicher irgendwo an einem Ort haben wollen, wenn das nicht die Schule ist, ist Fremdbetreuung sozusagen da zulässig? Tagesmütter, ich meine, die Großeltern soll man ja dahingehend nicht belasten, wie wir wissen. Also derzeit ist es noch so, dass Personen, die unbedingt auf die Betreuung in öffentlichen Betreuungseinrichtungen, das heißt also Kindergärten und Schulen, angewiesen sind, dass die ihre Kinder dort nach wie vor hinschicken können. Es gibt ja auch immer noch diese Anordnung, dass tunlichst Homeoffice einzuhalten ist, wenn nicht auf andere Weise da irgendwie sichergestellt werden kann, dass die Personen am Arbeitsplatz arbeiten. Das wird auch alles gelockert werden wahrscheinlich. Und dann stellen sich diese Fragen natürlich. Ein Recht auf Betreuung gibt es arbeitsvertragsrechtlich, nur im Rahmen der sogenannten Sonderfreistellung, die maximal eine Woche dauert. Während es wohl kein Recht gibt auf öffentliche Betreuung. Das heißt, also, wenn die Kindergärten dann wieder schließen oder man nicht unter diese Ausnahmen fällt, dann muss man sich irgendwie was anderes überlegen. Und da muss man natürlich auch sehen, was kommt da auf uns zu. Okay. Sehen Sie sozusagen persönlich oder auch in Ihrer Kanzlei schon wieder ein Stück weit Normalität, normalen Alltag oder sind auch Sie persönlich davon noch weit entfernt? Also ich glaube, es kehren jetzt alle ein bisschen in den normalen Alltag zurück. Ich hoffe, das bleibt auch so. Man wird dann sehen, ob es wieder zum Lockdown kommt. Wir kehren auch langsam in den Alltag zurück. Aber wir achten natürlich sehr darauf, dass wir die Mitarbeiter hier schützen und keine Risiken eingehen. Ja. Alles Gute und vielen Dank, dass Sie sich für uns auch regelmäßig Zeit nehmen, Dr. Völkel. Ebenso, danke. Dankeschön. Vielen Dank. Und die Gesundheit ist jetzt ein wichtiges Thema, die Fußgesundheit. Ja, da kann man einiges machen. Und die richtige Therapie hat Dr. Christine Reiler für uns gefunden. Herzlich willkommen und guten Morgen aus der Ordination Dr. Reiler. Heute widme ich mich dem Abschnitt des Bewegungsapparats, der uns mit beiden Beinen im Leben stehen lässt und der natürlich besonderer Belastung ausgesetzt ist, unseren Füßen. Unser Fuß besteht aus 26 Knochen und diese Knochen sind über 33 Gelenke miteinander verbunden. Es gibt ein Quer- und ein Längsgewölbe und diese stabilisieren unseren Fuß. Das Quergewölbe besteht aus Bändern und Sehnen, das Längsgewölbe besteht aus Bändern der Fußsohle sowie aus Muskulatur. Der Fuß ist durch das obere Sprunggelenk mit dem Unterschenkel verbunden. Er fängt das ganze Körpergewicht auf und sorgt für die Federung beim aufrechten Stehen und bei Bewegungen.
Beim Bergabgehen trägt er sogar manchmal das Dreifache des Körpergewichts. Durch die Belastungen sind unsere Füße natürlich auch anfällig für Erkrankungen. Der Fersensporn beispielsweise ist ein dornenähnlicher Knochenauswuchs im Bereich der Ferse. Er kommt durch Kalkablagerungen zustande und führt zu starken Schmerzen und Bewegungseinschränkungen. Ultraschallwellen können beim Fersensporn Abhilfe schaffen. Sie durchdringen das menschliche Gewebe und lindern so Schmerzen. Dr. Thomas Kastner aus Salzburg bietet so eine Therapie an und ich habe sie mir angesehen. Ultraschall ist besonders wirksam im Bewegungsapparat, bei Schmerzen, die Sehnen betrifft, Sehnenansatz, so wie beim Fersensporn, aber auch bei Tennisarm, beim Ellbogen, Golferarm kennt man, oder Verkalkung in der Schulter, da wird der Ultraschall gerne eingesetzt. Was ist jetzt der Vorteil dieser Therapieform? Der Vorteil ist, dass sie nahezu nebenwirkungsfrei ist. Es gibt kaum Kontraindikationen, das durchzuführen und es hilft sehr gut. Übrigens, in unseren Füßen befinden sich mehr Sinneszellen als in unserem Gesicht. Sie haben also mindestens die gleiche Aufmerksamkeit verdient. Alles Liebe, Ihre Christine Reiler. Super Info, danke Dr. Christine Reiler. Wunderbare Infos hat jetzt auch unser ORF-Chefkorrespondent. Hoffentlich für uns um 8 Uhr ist eine Pressekonferenz geplant. Roland Adrowitzer, was erwartet uns denn eine von vielen Pressekonferenzen heute, aber gleich mit 4 Bundesministerinnen und Bundesministern? Also wundervoll ist immer eine Frage der Definition. Ja, 4 Bundesminister, Bundesministerinnen, Gesundheit, Innen, Tourismus und Wirtschaft. Wir werden erfahren, was wir jetzt ab dem 1. Mai wieder dürfen. Die Aufhebung sämtlicher Ausgangsbeschränkungen, was die Gastronomie, die am 15. Mai wieder öffnen dürfen soll, was sie darf und was da genau einzuhalten ist. Da gibt es auch schon viele Spekulationen über Tische, die frei bleiben müssen, über die Masken, die das Personal tragen muss und so weiter. Wir erwarten uns da Klarheit. Es hat ja einige Verwirrung gegeben. Zu meiner Überraschung habe ich gestern erfahren, dass ich eigentlich die ganzen letzten Wochen privat Menschen treffen oder einladen hätte dürfen. Wahrscheinlich war es aber gescheiter, dass ich es nicht getan habe. Was sprichst du jetzt genau an? Du sprichst jede Textpassage an auf der Homepage des Gesundheitsministeriums. Die Definition sozusagen der Kontaktregelung, die sozusagen von einer Sprecherin, einem Sprecher gestern revidiert wurde. Was war da genau das Missverständnis? Es war ja rechtlich so viel unklar, was darf man nicht, wenn man gehört hat, dass Menschen 500 Euro Geldstrafe bekommen haben, dass sie, wenn sie in weniger als einem Meter Abstand im Freien mit jemandem gegangen sind, mit dem sie oder der sie nicht in der gleichen Wohnung gelebt haben. Und dann hat man gestern mit Überraschung erfahren, dass private Besuche eigentlich erlaubt gewesen sind. Es war rechtlich sehr viel in einer Grauzone. Vielleicht auch geschuldet dem Umstand, dass es alles sehr, sehr schnell gegangen ist. Es ist höchste Zeit, dass wir jetzt offiziell erfahren, was wir wieder dürfen. Jetzt geht ja der Appell an die Eigenverantwortung. Der Bundeskanzler, der gestern in seiner Rede zum 75. Republiksgründungstag an die Eigenverantwortung der Menschen appelliert. Es werden jetzt viele dieser Regeln zurückgenommen. Jetzt sollen wir freiwillig tun, Hände waschen, Masken tragen, weiterhin Social Distancing. Aber es wird einiges wieder erlaubt sein. Was genau erfahren wir in Kürze? In der Stunde erzähle ich dir schon mehr. Ja, es wird ja da doch, es sickert ja auch immer einiges durch im Vorfeld. Ich meine, kann man davon ausgehen, dass Tourismus stattfinden wird können in Österreich? Dass durchaus unsere deutschen Nachbarn zum Beispiel bei uns Urlaub machen können und dürfen? Das ist die Absicht der Tourismusministerin, dass aus jenen Ländern, die wie Österreich gut sind, in den Infektionszahlen, vor allem in Deutschland, aber auch etwa Tschechien, dass man da vielleicht Sonderregeln finden wird, dass diese den österreichischen Tourismus, der ja schwer getroffen ist, doch beleben könnten. Da gibt es aber auch gleichzeitig in Deutschland jetzt wieder Stimmen dagegen. Der deutsche Außenminister Heiko Maas sagt, wir sollen jetzt keinen innereuropäischen Tourismuswettbewerb veranstalten. Nicht nur, dass wir die Infektionszahlen damit in die Höhe bringen. Außerdem wollen die Deutschen ihre Touristen auch im Land behalten, weil ja doch der deutsche Inlandstourismus, dass man da die letzte Chance ist. Also da ist noch sehr viel offen. Ja. Und dann warten wir auch einmal ab, jetzt haben wir Ende April, warten wir ab, bis sich bis in den Juni
die Infektionszahlen entwickeln werden, hoffen wir, dass es nicht oder zumindest noch nicht zu dieser zweiten Welle kommt. Roland, wird es, Stichwort Tourismus, auch noch einmal, um dabei zu bleiben, da vielleicht auch Ausnahmeregelungen geben müssen für Arbeitskräfte im Tourismus? Wir wissen ja, dass die auch oft aus den benachbarten Ländern Deutschland, Ungarn kommen, so ähnlich wie man es bei der Pflege, bei den 24-Stunden-Pflegerinnen gemacht hat. Ich nehme an, dass die Betriebe das wünschen, dass das die Tourismuswirtschaft wünscht, wird auch abhängen von den Entwicklungen. Ja, diese Bestrebungen wird es natürlich geben. Wenn du dich erinnerst, bis vor kurzem haben wir noch gesagt, es gibt keine Köche auf dem Markt in den Tourismusregionen, vor allem in den Skigebieten in Westösterreich. Das hat man die Klagen gehört, es gibt keine Köche mehr. Vielleicht hat sich das jetzt geändert, weil wir explodierende Arbeitslosenzahlen haben. Ja, aber da wird sich natürlich in den nächsten Wochen auch noch sehr viel tun. Ja. Roland, du hast den Bundeskanzler schon angesprochen und seine Rede gestern zu den Feierlichkeiten 75 Jahre Republik bzw. Republiksgründung. Kurz hat er gestern sozusagen auch an die Österreicher appelliert, dass wir auch ein Volk sind, das alles wieder aufbauen kann. Ich meine, ist das sozusagen, sind da Parallelen zu ziehen zum Kriegsende und jetzt? So gesehen wahrscheinlich nicht, aber was sozusagen den Aufbaugeist und das Durchhalten betrifft, vielleicht schon, oder? Ja, man muss aber differenzieren. Zu vergleichen heute und vor 75 Jahren, ich zitiere, habe ich gestern auch schon den Philosophen Rudolf Burger, der sagt, dieser Vergleich ist fast obszön. Mhm. Ein Land, das in Trümmern gelegen ist, wo noch im Westen gekämpft wurde, wo die Nazi-Verbrecher noch immer 1000 Menschen ermordet haben. Das mit heute zu vergleichen, ist wirklich nicht statthaft bei allem, was uns dieses Virus antut. Andererseits, ja, wir haben den schwersten Wirtschaftseinbruch der Zweiten Republik. Es ist eine gewisse Form des Wiederaufbaus nötig. Der Bundeskanzler hat an den Optimismus appelliert und Comeback für Österreicher hat leicht in der Tonalität entfernt an diese berühmte Weihnachtsansprache von Leopold Fiegel. Ich kann euch keinen Christbaum versprechen, das hat er nicht gesagt, aber ich kann euch nicht versprechen, dass alles in kurzer Zeit wieder so sein wird, wie es war. Aber dennoch, natürlich ist die Situation nicht zu vergleichen. Aber wir haben eine schwierige Situation, aus der wir nur langsam herauskommen werden. Wir haben auch gestern diesen Infektiologen in der ZIP2 gehört, der gesagt hat, vermutlich noch mindestens ein Jahr werden wir uns... Naja. Händeschütteln und Masken erhalten bleiben. Roland Adrowitzer, vielen Dank für deinen Ausblick. Wir hören uns in einer Stunde noch einmal und wissen dann hoffentlich auch schon mehr zur Pressekonferenz. Und jetzt schalten wir zu meinem Kollegen Martin Ganster ins Burgenland. Und wenn wir schon über die gute und die Aufbaumentalität und das Zusammenhalten der Österreicher sprechen, dann hat er im Burgenland ein schönes Beispiel gefunden. Guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Hallo Eva. Ja, das ist tatsächlich ein gutes Beispiel, wie du richtig sagst. Hier halten alle zusammen. Das ist ein großes Zeichen der Hilfsbereitschaft, denn hier ist vor 1,5 Monaten hier in Neudorf bei Pandorf im Burgenland eine Zirkusfamilie gestrandet. In Wien gibt es ja ebenfalls eine Zirkusfamilie und die Zirkusfamilie, die lebt hier von der Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. Aber das soll uns am besten derjenige erzählen, der hier seit 1,5 Monaten unfreiwillig wohnt. Grüß dich, Emilio. Du bist mit deiner Familie hier seit 1,5 Monaten. Du hast dich hier sehr gemütlich eingerichtet, wie man sieht. Aber wie geht's euch denn? Schlecht. Okay, nicht. Kein Einkommen, wir dürfen nicht spielen. Mhm. Ja. Wir sind es nicht gewohnt, auf einem Platz so lange zu stehen. Normalerweise seid ihr ja in ganz Österreich um diese Jahreszeit unterwegs. Vor 1,5 Monaten wurde euch dann gesagt, geht nichts mehr. Ihr wolltet eigentlich gerade aufbauen. Erzähl mal, wie das damals war. Ja, wir sind gekommen, haben das Zelt aufgebaut, dann hat es geheißen, dürfen wir nicht spielen, haben wir es wieder abgebaut. Dann wieder, ja, ihr dürft maximal 50 Leute spielen, haben wir es wieder aufgebaut. Dann noch einmal, dürft nicht spielen, dann haben wir es wieder abgebaut. Und jetzt stehen wir da seit 1,5 Monaten schon. Und die Bevölkerung hat relativ rasch mitbekommen, dass hier am Ortsrand ein Zirkus nicht spielen kann und hier gestrandet ist. Und die Bevölkerung hat euch da offenbar sofort geholfen. Wie war denn das am Anfang? Das war so schnell. Zuerst sind die Polizisten gleich gekommen. Ja. Brauchen Sie was? Geht es euch Geld oder Essen? Ja. Habe ich gesagt, ja, Lebensmittel. Ja. Sind gleich einkaufen gegangen und sofort waren die Lebensmittel da. Ja. Und danach Auto per Auto. Die haben irgendwie per WhatsApp-Gruppen
sich kontaktiert und dann haben sie Lebensmittel ohne Ende gebracht. Wirklich. Ich kann mich erinnern, wir waren hier vor 1,5 Monaten schon zu Besuch und kann mich erinnern, wie gerührt ihr wart. Jetzt ist doch schon 6 Wochen, sind schon 6 Wochen vergangen. Das ist eine lange Zeit. Wie verbringt ihr eure Zeit? Das ist ja im Hintergrund deine zwei deiner 4 Kinder zumindest schon jonglieren, trainieren. Was macht ihr da die ganze Zeit? Ja, üben, da ein bisschen reparieren. Da ein bisschen was streichen. Es gibt schon ein bisschen Arbeit, ja, was zu machen ist bei uns. Und wann schätzt du, werdet ihr wieder ein normales Leben führen können? Vor August sind ja wahrscheinlich keine Veranstaltungen geplant, die ihr da aufführen könnt. Habt ihr da irgendeinen Plan, wie es weitergeht bei euch? Kein Plan. Und was ich weiß, Ende Juli ist schon mal gar nichts. Kein Auftreten. Das heißt, ihr seid weiterhin auf die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung angewiesen. Es wurde auch aus der Nachbargemeinde, glaube ich, sogar gespendet worden, oder? Überall, Zundorf, Barma, Barndorf, überall wird uns geholfen. Ich will einen großen Dank dafür sagen an alle, die uns geholfen haben. Und ihr habt euch ja quasi schon als Geste der Dankbarkeit auch schon etwas überlegt, auch wenn das jetzt noch lange dauern wird, dass ihr da möglicherweise leben werdet. Was habt ihr dann auch vor? Dass wir eine Gratisveranstaltung machen, nicht nur hier in Neudorf, sondern auch in den Nachbarortschaften. Ja. Ich glaube, das ist noch zu wenig. Was macht ihr denn überhaupt für ein Programm? Man sieht natürlich den Clown am Wagen im Hintergrund. Du hast viele Kinder. Welches Programm bietet ihr denn an? Also hauptsächlich Clown. Unser Motto ist der große Spaß für ihre Kleinen. Ja, das ist ein Kindermitmach-Zirkus praktisch. Ja. Also hauptsächlich ist Clown da. Ja. Bisschen Akrobaten, Zauberer, Jonglierer. Aha. Keine Tiere halt, ja, ist schwer geworden. Aber was ich besonders faszinierend finde, deine Kinder sind in welchem Alter, vor allem deine kleinste Tochter, die im Hintergrund gerade mit dem Hula-Hoop-Reifen hantiert. Wie alt ist sie? Die kleinste ist 4, die nächste 5, die nächste 6 und mein Sohn ist 11. Und die sind mittlerweile auch schon so etwas wie Akrobaten, oder? Ja, die treten auch schon auf. Unglaublich, was machen die? Mein Sohn ist Clown, Sketchmode macht er mit mir. Die Kleine, die macht Luftakrobatik, so ein kleines Trapez. Die Barbara, die macht Hula-Hoop-Ringe. Ja. Und die andere noch gar nichts. Super. Aber sie übt schon. Und bei unserem Gespräch vor einer Stunde, da hast du es uns ja auch schon verraten, da hast du eine Überraschung deiner Frau bekommen. Wir waren Zeugen, bitte schon, als sie dir eine Kiste rausgegeben hat. Und was war da drin? Was wollte sie dir sagen? Ja, wir bekommen ein nächstes Baby, das 5. Da waren Babyschuhe drin und auch ein Schwangerschaftstest, der positiv war. Ja. Möchte gratulieren dazu. Okay. Die Zirkusfamilie Wertheim wird also größer und damit zu dir, Eva. Danke, lieber Martin. Ja, wir rätseln gerade, aber ich glaube, er freut sich schon, oder? Über Baby Nummer 5, der Emilio. Er freut sich definitiv, das weiß ich. Sehr gut. Danke, lieber Martin. Danke für diesen schönen Bericht aus Neudorf bei Pandorf im Burgenland. Und ich hoffe, dort riecht's gut, weil vielerorts ist die Landluft in diesen Tagen wieder etwas würzig. Ja, die Gülle, die wird ausgebracht und ausgetragen. Und das sorgt natürlich für viel Konflikt auch mit den Anrainern beziehungsweise zwischen Landwirten und Anrainern. Reden wir gleich darüber. Außerdem ist Christa Cida, unsere Kosmetikerin, heute wieder bei uns. Es gibt tolle Tipps zum Thema Dekolleté, Oberarme. Ja? Bleiben Sie dran. Bis gleich nach der Zeit im Bild mit Rosa Leier. Neun Minuten nach 8 Uhr. Danke, Rosa Leyen. Und wir spüren ein bisschen Landluft, wenn man da mit Blick auf den ORF-Teich. Nein, wir sind natürlich mitten in der Stadt. Wir schauen aber jetzt aufs Land. Vielleicht sind Sie ja auch gerade dort und haben hier mit schlechter Luft zu kämpfen. Ja, Stichwort Gülle. Die wird wieder ausgebracht in diesen Tagen. Die Luft ist dadurch recht würzig und manchmal ist es einfach auch zu viel. Das muss man ganz klar sagen. Und da kommt es zu Konflikten zwischen den Landwirten und den Anrainern. Und dieses Thema möchten wir heute besprechen. Auch darüber muss man einmal reden. Und ich freue mich sehr, dass Andreas Gronauer von der Universität für Bodenkultur mir jetzt zugeschaltet ist, beziehungsweise er ist bei uns im Haus. Und wir sprechen jetzt einmal aus Sicht der Landwirte über das Thema und später dann auch noch über das Thema der Anrainer. Aber Herr Gronauer, sagen Sie uns einmal, ich meine, zu viel ist zu viel oder muss man sich da arrangieren? Wie kann man mit dieser würzigen Luft umgehen? Ja, zu viel. Guten Morgen. Erstmal ein delikates Thema zum Frühstück, die Güllerei vom Frühstücksei. Sicher, die Dosis macht das Gift. Das ist eine alte Regel. Das Zweite ist,
Wenn Sie Ihre Butter auf der Semmel, Ihren Schinken, Ihren Käse sehen, dann hängt das mit der landwirtschaftlichen Tierhaltung zusammen. Und ein Tier produziert eben nicht nur die Produkte, sondern auch Dinge wie wir, auch die Abprodukte oder den Mist. Und dieser Mist ist über Jahrtausende verwendet worden, um Kreisläufe zu schließen, sprich als Dünger die Pflanzen wieder zu versorgen und damit als Düngemittel sozusagen sinnvoll zu verwerten, ein zweites Produkt darzustellen letztendlich. Das ist grundsätzlich natürlich eine gute Sache, aber es führt so weit, dass die Anbringung oder das Ausbringen von Gülle, von Mist, wie Sie sagen, durchaus gesetzlich geregelt ist. Das hat auch einen guten Grund. Ja, natürlich. Es ist so, man kann immer die Dinge übertreiben und damit können auch Probleme entstehen. Ja. Und das ist die Verhältnismäßigkeit. Und da denke ich, ist es gerade im ländlichen Raum wichtig, dass ein abgestimmtes Miteinander zwischen der Landwirtschaft und den sonst auch noch lebenden Menschen im ländlichen Raum gegeben ist und die Düngemittel auch als Düngemittel eingesetzt werden. Und das ist ganz wichtig. So eine Kuh produziert im Jahr ungefähr 20 Kubikmeter Mist. Und diese 20 Kubikmeter, müssen Sie sich vorstellen, das ist ein Tanklastzug voll an der Tankstelle. Und den muss der Landwirt erstmal über den Winter lagern und so weiter und muss ihn dann, eventuell sogar behandelt, in der Menge und zum Zeitpunkt, wenn das Pflanzenwachstum den Dünger braucht, auch entsprechend ausbringen. Okay. Das ist der wichtige Punkt. Es hilft aber schon, wenn die Witterung die richtige ist, um den Geruch einzudämmen zum Beispiel, oder? Habe ich schon gelernt heute Morgen. Jawohl, da spielen eine ganze Rolle von Faktoren eine Rolle. Die Witterung spielt eine Rolle. Ja. Der Zustand des Düngemittels selber. Es gibt ja Behandlungstechnologien dafür, um zum Beispiel Geruchsstoffe auch abzubauen. Ja. Stichwort Biogastechnologie zum Beispiel. Ja. War ja mal eine Zeit lang auch in der Praxis stärker im Vordergrund gestanden. Mhm. Und die Ausbringtechnik, die es ermöglicht, dass man wirklich düngt, also die Menge, die man ausbringt, an die Pflanze, an den Boden zu bringen, nicht schlussendlich die Bodenfruchtbarkeit, das Bodenleben, wird auch durch diese organischen Düngemittel und diesen Kreislaufschluss letztendlich gefördert. Auch das ist notwendig. Natürlich. Ne? Und das ist so, da braucht es ein gegenseitiges Miteinander. Ja, das schauen wir uns jetzt an. Wir schauen jetzt auf die andere Seite. Herr Gronau, ich danke ganz herzlich für Ihre Expertise. Sie haben uns an das Frühstücksei erinnert, damit wir uns auch erinnern, woher das kommt. Sie haben natürlich völlig recht. Und wir schauen uns das Ganze jetzt auch noch aus Sicht der Anrainer an, denn da kommt es immer wieder zu Beschwerden und zu Konflikten. Und da freue ich mich jetzt, dass uns Alfred Pöllinger aus der Steiermark zugeschaltet ist. Er ist Land- und Umwelttechniker. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, die Luft ist gut bei Ihnen. Guten Morgen auch von meiner Seite. Die Luft ist sehr, sehr gut im Moment. Es hat geregnet. Okay. Der Regen ist ja etwas, was wir für die Gülleausbringung dringend brauchen. Und das war ja auch in den letzten Wochen ein großes Problem, weil es einfach zu trocken war und dann auch die geruchliche Entwicklung natürlich eine intensivere dadurch ist, was diese Geruchsstoffe betrifft. Ja, das ist eine notwendige Maßnahme, das haben wir jetzt auch gerade gehört. Das wissen Sie natürlich, ich meine, eine Alternative wäre nicht sinnvoll, oder, zur Gülle? Also die Alternative zur Gülle ist der klassische Festmist, aber es hat sich in der letzten 10, 15, 20 Jahren eigentlich in die andere Richtung entwickelt. Zum einen deshalb, weil es arbeitswirtschaftlicher Erfordernis ist, weil die Bauern sonst mit der Arbeit nicht zusammenkommen. Und das Zweite ist, aus Tierwohlgründen hat man mehr Platz, mehr Fläche und die Tiere koten Hahnen und diese Fläche muss auch gesäubert, gereinigt werden und das ist in der Regel dann die Gülle. Alles klar. Gut, wollen wir nicht zu sehr ins Detail gehen, vor allem nicht um diese Uhrzeit. Schauen wir uns an, wie es denn dann ausschaut, wenn Anrainer wirklich sagen, mir stinkt es zum Himmel, das geht nicht mehr. Der Bauer oder der Landwirt daneben an, es stinkt schon wieder. Was kann ich denn da tun? Na, als Anrainer hat man die Möglichkeit, zum einen einmal sozusagen das direkte Gespräch zu suchen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wenn das nicht fruchtet oder wenn es kein Ergebnis gibt, zum einen kann man natürlich auch die Gemeinde als Behörde beziehungsweise in weiterer Folge ganz rechtlich eine Unterlassungsklage anstreben. Das ist aber aus meiner Sicht wirklich der allerletzte Weg. Also ich glaube, dass es da wirklich um etwas Gemeinsames geht, das zu lösen, das Problem. Und wenn die Behörde mit dem befasst wird, gäbe es auch die Möglichkeit, eine offizielle Prüfung
zu veranlassen. Okay. Wir sind in unserem Institut in der Lage, in Zukunft derartige Prüfungen, was Gülle betrifft, okay, wenn es sehr arg ist, durchzuführen. Ja. Die Technologie hat ja auch schon Einzug gehalten. Sie haben schon von einer App gesprochen heute Morgen, wo der Bauer sozusagen die Anrainer informieren könnte und sagt, Achtung, bitte um Verständnis, jetzt wird es wieder ein bisschen würziger. Also das wäre für mich so ein duales System, mhm, das man auch in der Form nutzen kann. Das nutzen bereits einige Gemeinden, also das gibt's, aber das ist eben noch nicht flächendeckend. Das ist auch so eine Sache des Miteinanders, wo man gewarnt wird, jetzt vielleicht die nächsten ein oder zwei oder drei, im Extremfall drei Tage, wenn die Witterung nicht so passt, vielleicht die Wäsche nicht hinaushängt. Ja, super. Herr Böllinger, vielen lieben Dank und liebe Grüße in die Steiermark. Dankeschön. Ja, danke. Und das Wetter wird ja eh sozusagen ein bisschen regnerisch am Wochenende und da stinkt es dann weniger, wie wir auch gerade gehört haben. Aber jetzt wieder zu den wichtigen Corona-Themen zurück. Und da geht es ja auch darum, dass Sie zu Hause und in den Medien mit den richtigen und wichtigen Nachrichten versorgt werden. Und wer jetzt der deutschen Muttersprache nicht so mächtig ist, der braucht das natürlich auch in seiner Muttersprache. Und da gibt es eine tolle Serviceaktion des ORF, nämlich auf der ORF Facebook und auf Instagram gibt es Nachrichten in allen Sprachen. Auch in Arabisch zum Beispiel oder in Slowakisch. Und das haben wir uns genau angesehen. Eine Nachrichtenredaktion im Wohnzimmer. Seit Corona bringt Elisabeth Hausmann-Farkas Nachrichten in ungarischer Sprache in den sozialen Medien des ORF. Die Journalistin nimmt von Montag bis Freitag Videos zur Covid-19-Krise in ihrem Haus im Baumgarten auf. Ich spreche Ungarisch, weil meine Familie zur burgenländisch-ungarischen Volksgruppe gehörte. Wir haben zu Hause nur Ungarisch gesprochen. Ich habe erst im Kindergarten Deutsch gelernt, habe dann aber natürlich maturiert in ungarischer Sprache hier im Burgenland und in Wien habe ich dann Finno-Ugristik studiert, also Ungarisch studiert. Der ORF bringt auf Facebook und Instagram auch Nachrichten auf Türkisch, Arabisch, Farsi, Englisch, Slowenisch, Kroatisch, Bosnisch, Serbisch, Tschechisch und in österreichischer Gebärdensprache. Bisher wurden etwa 2,4 Millionen Videozugriffe gezählt. Welche Themen die User besonders interessieren, posten sie gern und zahlreich. Ganz, ganz viele, ja, sind daran interessiert, was passiert mit den Grenzen? Wann werden die Grenzen wieder aufgemacht? Darf ich nach Ungarn fahren, ohne dass ich in Quarantäne quasi gerate oder komme? Was ist, wenn ich nach Österreich zurückkomme? Was ist, wenn ich wieder zu arbeiten beginne? Viele fragen natürlich auch, wie schaut's aus mit der Kurzarbeit? Wie lange noch? Und leider Gottes sind auch sehr viele dabei, die immer wieder auch berichten, sie haben ihren Job verloren, hoffen aber darauf, dass ihre österreichische Firma sie dann irgendwann wieder mal beschäftigen kann. Elisabeth Hausmann-Farkas ist seit 20 Jahren Redakteurin. Sie koordiniert die Ungarisch-Redaktion im ORF-Landesstudio Burgenland. Mittlerweile sind ihr Gesicht und ihre Stimme weit über die Landesgrenzen bekannt. Die Reaktionen der ungarischen Community sind wirklich erstaunlich positiv. Ja. Sie haben das extrem gut angenommen. Sie freuen sich auch jeden Tag schon auf die frischen ungarischsprachigen Nachrichten. Um 18 Uhr wird immer aktualisiert und sie sind auch wirklich alle sehr dankbar. Morgen steht Elisabeth Hausmann-Farkas wieder vor ihrem Bücherregal und nimmt wieder ein aktuelles Nachrichtenvideo auf. Ich wies und Latashra. Super. Danke an Patricia Schuller für diesen Bericht aus dem Burgenland, dass es außerbringt. Ein Riesengraffito, das gibt es derzeit in der Schweiz zu beobachten. Schauen Sie sich das einmal an, was ein Schweizer Graffiti-Künstler hier sozusagen fabriziert hat auf 3000 Quadratmetern. Jenseits der Krise heißt es. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Ist aus Kreide hergestellt worden und aus Holzkohle. Wie lange es halten wird, das wird das Wetter entscheiden. Sobald es regnet, ist alles wieder weg. Tolle Sache in den Schweizer Alpen auf 3000 Quadratmetern. Dominic Thiem, unser wunderbarer Superheld, unser Tennisheld Nummer 3 der Weltrangliste, er nimmt heute auch wieder das Training auf, das wissen wir, hat er offiziell bekannt gegeben. Er trainiert ja auch derzeit in Österreich und beginnt damit heute wieder. Sonst ist auch er, so wie vielleicht viele andere Sportler, eher auf der Playstation unterwegs. Ja, die Madrid Open, die werden nämlich derzeit von den Tennis-Superstars auf der Spielkonsole ausgetragen. Ganz lustig. Rafael Nadal ist da auch dabei, Andy Murray, das ist wieder anderer.
Bill Murray, Andy Murray aus Großbritannien, der Tennisspieler. Und das ist ganz lustig, weil die sagen, okay, also wir haben erst ein oder zwei Matches auf der Konsole zu Ende gespielt. Am Sandplatz schaut das natürlich ganz anders aus. Aber so vertreiben sich die Tennisspieler die Zeit, bis es dann wieder richtig losgeht. Und jetzt machen wir einen Blick in den Kalender an diesem 28. April. Und da gibt es in Amerika erstens einmal den Feiertag für die Superhelden, den Superhero Day. Und heute ist Tag des Heidelbeerkuchens. Ja, der Blueberry Pie Cake. Das ist die große Sache. Was sonst noch los ist, das schauen wir uns jetzt im Kalender an. Wir schreiben den 28. April. Das kleine Österreich ist 1957 tatsächlich Vorbild für die große Sowjetunion. Anastas Mikoja, stellvertretender Ministerpräsident der UdSSR, besichtigt das Kraftwerk Kaprun, um ein ähnliches im Kaukasus nachzubauen. Frauenpower in der evangelischen Kirche. Gertraud Knoll wird 1994 zur ersten Superintendentin Österreichs gewählt. Damit steht nun erstmals eine Frau an der Spitze einer evangelischen Diözese. Bereits 10 Jahre zuvor hat die Mutter zweier Kinder eine Vorreiterrolle eingenommen, als erste Pfarrerin im Burgenland in der Gemeinde Weppersdorf. Ihre Lebensphilosophie beschreibt Knoll so. Es gibt nichts im Leben Einförmiges, Gerades und einzig, also alles in einer Richtung. Es ist, das Leben ist bunt. Herr Präsident, ich gelobe. Frauenpower auch auf dem politischen Parkett. Nach dem Wahlerfolg der SPÖ stellen 2004 in Salzburg erstmals die Sozialdemokraten den Landeshauptmann, pardon, die Landeshauptfrau. Die 40-jährige Gabi Burgstaller ist studierte Juristin. Ihren Eltern steht der Stolz ins Gesicht geschrieben. Sehr stolzsamer. Und sie ist auch liebe. Abschied nehmen heißt es hingegen auf einer anderen Bühne. Nach rekordverdächtigen 6.237 Vorstellungen am Broadway fällt für das Erfolgsmusical A Chorus Line der letzte Vorhang. Bei einem Wien-Besuch 1988 wurde der Komponist Marvin Hamlisch, dessen Eltern 50 Jahre zuvor aus Österreich fliehen mussten, vom Bürgermeister Helmut Zilk geehrt. Geburtstag haben am 28. April die spanische Schauspielerin Penelope Cruz, die 2016 verstorbene US-amerikanische Schriftstellerin und Pulitzerpreisträgerin Harper Lee und der österreichische Ex-Skirennläufer Michael Walchhofer. Wir gratulieren. Wir gratulieren allen, die heute Geburtstag haben. Alles Gute von uns an dieser Stelle. Und Sie sehen, ich habe mich hier schon wieder fein in die Sonne gesetzt, ein bisschen platziert hier am ORF-Teich. Und damit ich sozusagen die Bräune auch richtig aufnehme, habe ich von Christa Cida jetzt hoffentlich die besten Tipps zur richtigen Hautpflege. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht es Ihnen? Fein, die Sonne strahlt uns an. Wir sind vorbereitet jetzt auf den Frühling mit intensiven Maßnahmen, um unser Dekolleté, unsere Oberarme, unseren Busen zu straffen, damit wir fröhlicher und gesund wieder starten können. Ich meine, wenn Sie das so sagen, Oberarme straffen, Busen straffen, Dekolleté straffen, denke ich eher an Sport. Aber nein, wir können das auch kosmetisch machen. Wir können es kosmetisch machen und natürlich mit Sport und mit dem Essen. Also drei Komponenten zusammen bewirkt, dass wir eben dann wirklich mit uns glücklich sind und schönen Busen und schönes Dekolleté und schöne Oberarme haben. Es gibt nichts Schöneres. Was müssen wir tun? Ich bin hochgeschlossen. Wir fangen schon. Im Gegensatz zu Ihnen. Ja. Ich habe das alles schon jetzt vorbereitet. Ich habe in der Dusche schon begonnen mit den Wechselduschen, um das Gewebe jetzt zu aktivieren. Ja. Nach dem Abtrocknen nehme ich eine feine Naturhaarbürste, bürste jetzt meine Oberarme, mein Dekolleté sanft mit kreisenden Bewegungen ein, natürlich auch den Busen, aktiviere so die Durchblutung. Okay. Und anschließend ist das Gewebe bereit, das Wundermittel Gelée Royale, das Königinnenfutter, aufzunehmen. Darf ich da mal? Ja, ja, kurz? Ja. Und Das ist es. Dieses Königinnenfutter, ein bisschen mehr pumpen, weil das alles frisch ist. Ja, ist frisch. Ja. Das heißt, da ist schon Gelée Royale drinnen. Bei mir kommt noch nichts. Zuerst schüttelt man es ein bisschen. Ja, ja, ich habe schon. Und dieses Königinnenfutter massiert man dann behutsam auf die Stellen ein. Okay. Und man merkt gleich, wie das Gewebe das aufsaugt. Toll. Und es nach kurzer Zeit schon straffer wird. Ich spüre das sofort an der Hand. Praller, runder, fester und. Es riecht also gut. Ja, bei Regeln alles Natürliche.
Ja. Es ist nichts parfümiert, keine Toll. Chemie, kein negativer Stoff dabei, der uns schaden könnte. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns mit natürlichen Sachen eincremen und uns stärken und regenerieren. Nicht nur von außen, sondern auch von innen. Ja, ja, ja. Diese Phytoöstrogene, die jetzt im Hopfen enthalten sind, okay, im Salbei enthalten sind, das nehmen wir über die Nahrung auf. Und auch das macht uns schön und macht eine schöne, pralle, runde Haut und auch einen schönen, straffen Busen. Großartig. Was über die Reaktionen unserer Kameramänner einholen. Interessant, gell? Was wir hier alles lernen. Ich finde das großartig. Wir Frauen müssen über solche Dinge reden. Sie haben völlig recht. Ja, ja, na, das ist so wichtig. Gilet Royale, straffen, ja. Bürsten. Bürsten ist aber, habe ich zuerst mitgekriegt, auf der trockenen Haut, nach dem Abtrocknen. Nicht im feuchten Zustand. Nein, nein, nein. Aha. Da kann ich jetzt die Durchblutung aktivieren. Besser aktivieren. Ja, und auch das Gewebe. Ja. Und die Haut wird aufnahmefähiger dadurch. Ja, super. Ja. Ich finde das großartig. Natürlich kann ich den ganzen Körper auch abbürsten. Das regt den Kreislauf an. Wir denken langsam an die Oberschenkel. Ja, das kommt das nächste Mal. Schau, wir machen schon ein kleines Teasing. Christa Cida jede Woche bei uns. Finde ich ganz toll übrigens. Und ab Montag geht es auch für Sie im Geschäft wieder los. Ja, ab Montag sperren wir auf. Ja. Dürfen wir aufsperren mit Schutzhelm und... Ja, ja, und die Leute warten schon auf Termine. Also ich bin auch schon froh, wenn ich wieder was tun kann. Die rufen schon ständig an. Das denke ich mir. Ja, ja. Fußpflege, Kosmetik. Alles rund um den Körper, dass wir gesund bleiben. Das ist Gesundheitsvorsorge, genau so ist wenn es. Man sich pflegt. Wohlfühlen. Und danke für diese guten Tipps für das nächste Sonnenbad, damit Sie ein wunderschönes Dekolleté haben. Christa Cida, vielen lieben Dank. Rosa Leyen erwartet Sie im Zeit im Bildstudio und bei uns ist gleich Roland Adrowitzer zu Gast und wir schalten noch einmal zur Zirkusfamilie ins Burgenland zu Martin Ganster. Bis gleich. Danke, Rosa Leyen. Wir schauen über Wien vom Königlberg und widmen uns gleich dem rechtlichen Thema rund um Ausgangsbeschränkungen für Senioren in Altenheimen, aber auch die Besuchsregelungen. Seit 6 Wochen ist ja auch kein Kontakt möglich, kein direkter. Und das besprechen wir gleich mit unserem Anwalt Clemens Völkli, was er dazu meint. Ist das auch zulässig? Jedenfalls helfen sich viele Senioren- und Pflegeheime jetzt mit der Technik. Und unter anderem auch das Caritas-Wohnheim St. Clemens in Wien. Da gibt es sozusagen virtuelle Sprechstunden. Und daneben nehmen auch 94-Jährige daran teil. Die lernen im hohen Alter zu skypen. Ja, guten Morgen. So sehen Treffen zwischen Elisabeth Groß und ihrer 94-jährigen Mutter Hertha Schweiger im Frühling 2020 aus. Und schon unterwegs gewesen? Hast du deine Runden gemacht? Ja, eine Runde habe ich schon gemacht. Vor Corona besucht Elisabeth Groß ihre Mutter mindestens 3-mal pro Woche im Caritas Seniorenwohnheim St. Clemens im 14. Bezirk. Dort drehen die beiden normalerweise ihre Runden im Garten, um fit zu bleiben. Das fällt jetzt weg. Die Gespräche gibt's dank neuester Technik trotzdem. Wir haben in jedem Wohnbereich 1 oder 2 Tablets. Das wird von Mitarbeiterinnen sozusagen bedient. Und die Mitarbeiterinnen kommen dann auf die Bewohnerinnen zu, schalten das ein und stellen sozusagen online den Kontakt her zu den An- und Zugehörigen. 160 Bewohnerinnen und Bewohner können 7 Tablets benutzen. Im Büro des Haus- und Pflegedienstleiters wird eingeteilt, wer wann skypen kann. Die Technik ist selbst für Elisabeth Groß Neuland, erst recht für die 94-jährige Mutter. Dennoch wird es gut angenommen. Die ist da sehr offen. Die ist für solche Sachen, also für alles interessiert. Wenn es funktioniert, ausprobieren tut's alles. Das gemeinsame Spazierengehen muss noch warten, die Unterhaltungen nicht. Sie sagt eher ihren Tagesablauf, was sie macht. Was sie mir persönlich erzählt hat, sagt sie mir halt dann über Skypen. Das funktioniert super. Papa. Papa! Ja, wird trotzdem gut werden, wenn das auch wieder auf direktem und persönlichem Weg möglich ist.
Und wie zulässig sind eigentlich diese ganzen Beschränkungen? Man hat ja schon das Gefühl, dass so manches Grundrecht im Moment ausgehebelt wird in diesen Corona-Zeiten. Dr. Clemens Völkl, einen wunderschönen guten Morgen. Bleiben wir auch gleich noch einmal bei den Senioren, die in diesen Heimen leben, in den alten Pflegeheimen. Die Volksanwaltschaft hält ja sogar Ausgehverbote für Heimbewohner durchaus für rechtswidrig. Wie sehen Sie das? Ist das so zu betrachten? Also, weil Sie auch die Grundrechte angesprochen haben, das ist natürlich ein ganz massiver Eingriff in die Grundrechte, in das Recht auf Freiheit. Und das geht nur, wenn das das gelindeste Mittel wäre und so weiter. Es gibt verschiedenste Voraussetzungen. Ganz grundsätzlich ist es, und es braucht eine gesetzliche Ermächtigung, die haben wir dafür absolut nicht. Das Covid-Maßnahmengesetz und die auf dieser Basis ergangene Verordnung gilt völlig undifferenziert für alle Menschen. Das heißt also, auch ältere Menschen haben genau die gleichen Rechte und können daher im Rahmen dieser Verordnung das Altersheim verlassen und sich im öffentlichen Raum bewegen, wenn diese eine dieser fünf Ausnahmen für das allgemeine Betretungsverbot öffentlicher Räume gilt. Mhm. Es gäbe noch die Möglichkeit, nach dem sogenannten Heimaufenthaltsgesetz Freiheitsbeschränkungen anzuordnen. Offenbar hat ein Bezirksgericht das getan. Mir ist unklar, wie das funktionieren soll, denn da ist eine Voraussetzung die psychische Krankheit oder die Behinderung. Und wenn jetzt ein sonst gesunder, älterer Mensch das Altersheim verlässt, dann wird das wohl nicht gegeben sein. Also das halte ich für ganz problematisch. Okay. Das betrifft das Rausgehen. Wie schaut es mit den Besuchsrechten aus? Wir wissen ja, dass wirklich, wie wir es gerade im Beitrag auch gesehen haben, seit mehreren Wochen, seit genau 6 Wochen, darf man auch die älteren Menschen nicht besuchen. Es soll ja da wieder zu Lockerungen kommen. Das wird auch juristisch wahrscheinlich dringend notwendig sein, oder? Das sehe ich grundsätzlich auch so. Wir sind da auch in einer relativen Grauzone. Diese Einschränkung der Besuchsrechte ist wohl weitergehend zulässig als die Ausgangsbeschränkungen, weil bei der Beschränkung der Besuchsrechte hat der Heimbetreiber, Heimerhalter ein Hausrecht, beziehungsweise kann auch durchaus auf Grundlage von Heimverträgen hier möglicherweise das Recht bestehen, Einschränkungen vorzunehmen, aber sicherlich auch nur in einem Maß, das unbedingt notwendig ist. Also auch da kann man sicherlich überlegen, inwieweit solche Beschränkungen jeweils zulässig sind oder nicht. Bleiben wir bei dieser sogenannten älteren Altersgruppe, bei dieser sogenannten Risikogruppe. Es schreibt uns nämlich auch Irene aus Wien, dass sie eigentlich die Definition von Oma und Opa und dieser älteren Risikogruppe nicht zulässig findet. Sie ist gerade 60, topfit, voll berufstätig. Sie darf ihre Enkelkinder nicht sehen. Andernfalls gibt es Pädagoginnen und Pädagogen, die gleichzeitig mit 15 Kindern in einer Volksschule oder in einem Kindergarten tätig sind. Ja, sofern sie noch berufstätig sind zu diesem Zeitpunkt. Da wird schon sozusagen mit zweierlei Maß gemessen, hat man den Eindruck, oder? Naja, einerseits ist die Frage dieser Risikogruppendefinition, die eine Expertengruppe vornimmt. Das kann man natürlich sich auch die Frage stellen, inwieweit ist das zutreffend oder nicht. Das kann ich nicht beurteilen, aber die wird das auch abzuwägen haben. Und dann ist die Frage, unterschiedlich darf ich Menschen im Privatbereich treffen. Da gibt es diese völlig obskure Regelung in der Covid-Verordnung. Und das andere ist die arbeitsrechtliche Seite, wo es keine Verpflichtung des Arbeitnehmers grundsätzlich gibt, sich hier Beschränkungen zu unterwerfen, sondern es gibt ein Recht bzw. einen Anspruch. Und das funktioniert so, dass die Sozialversicherung ein Schreiben versendet, wenn bekannt ist, dass eine Person der Risikogruppe angehört. Und diese Person hat dann die Möglichkeit, sich ein ärztliches Attest zu holen, wo bescheinigt wird, dass sie der Risikogruppe angehört, und dann kann man mit dem zum Arbeitgeber gehen und kann mit dem Arbeitgeber vereinbaren grundsätzlich, inwieweit eine Arbeit möglich ist ohne Ansteckungsgefahr. Und wenn das nicht möglich ist, zum Beispiel im Rahmen von Homeoffice, dann besteht ein gesetzlicher Anspruch auf Freistellung. Alle. So ist das geregelt. Aber ich muss als Dienstnehmer nicht zu Hause bleiben. Super. Herr Dr. Völkl, danke, dass Sie unsere Fragen auch heute wieder beantwortet haben. Vielen lieben Dank und Ihnen auch alles Gute. Und alles Ebenso. Gute für die Normalität, die hoffentlich auch in der Kanzlei und in vielen anderen Büros bald wieder
eintritt. Normal sind die Umstände und die Zustände, wie wir jetzt auch gerade gesprochen haben, in Seniorenheimen und Alten- und Pflegeheimen noch nicht. Aber da gab es ein ganz tolles Erlebnis für die Besucher bzw. die Bewohner in einem Alten- und Pflegeheim. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nur, dass dort Opern- und Operettensängerin Daniela Falli zu Gast war. Und da haben die Besucher, haben nicht nur die Besucher, sondern vor allem die Bewohner gestaunt. Wenn die dann im Garten loslegt und singt, da geht allen das Herz auf. Ich bin die Christel von der Hohen. Die Bewohner und Bewohnerinnen sind sehr traurig und natürlich vermissen ihre Angehörigen sehr. Und die Pfleger und Pflegerinnen müssen hier ganz außergewöhnliche Leistungen auch sozusagen psychologisch bringen. Menschen, die sich an nichts mehr erinnern, weil sie hochdement sind, fangen plötzlich wieder an, Lieder mitzusingen. Die können gar nicht mehr sprechen und auf einmal können sie wieder singen. Also man weiß es ja auch aus der Therapie, Musik, Kunst ist das Tor zur Seele und offenbar auch das Tor zu verschollenen Gehirnregionen manchmal auch. Die Sängerin Daniela Falli auf Besuch im Pflege- und Betreuungszentrum Berndorf. Zurzeit sind Konzert und Besuche in Pflegeheimen ja tabu. So verlegte man den Auftritt in den Garten. Na wunderbar. Also die Frau hat eine Stimme, das geht da ins Herz. Herrlich. Ich habe geweint. So schön war's. Mir ist auf einmal so zumute. Irgendwas prickelt und kitzelt im Blut. Die Daniela ist eigentlich mit Berndorf verbunden und sie hat gesagt, was kann ich für euch tun? Ja, und dann haben wir eigentlich gemeinsam diese Idee entwickelt, weil es derzeit nicht um das geht, irgendwelche Spenden quasi herzugeben, sondern es geht um das, einfach persönlich präsent zu sein. Ja. Ich kenne noch alles weniger im Ich weiß, wie sehr Musik erfreuen kann und wie wichtig gerade jetzt in solchen Zeiten auch Kunst und Kultur ist. Wir müssen Wege finden, nicht nur über Online-Streaming und sonst irgendwie, wie wir die Menschen erreichen können. Mir ist sehr gut gefallen. Gehört habe ich es, sehen tue ich es ja nicht. Weil ich sehe schlecht. Aber die Musik und das Singen war einmalig. Lauter bekannte Lieder. Ein außergewöhnliches Konzert in außergewöhnlichen Zeiten. Möge es viele Nachahmer finden. Ja, Daniela Falli, eine große Sängerin. Ich weiß nicht, ob Roland Adrowitz ein Daniela Falli-Fan ist, aber auf alle Fälle diese Geschichte weckt Erinnerungen bei dir. Sie weckt Erinnerungen an eine der berührendsten Fernsehgeschichten, die ich gemacht habe, über einen englischen Radiosender, Angel Radio, das Radio der Engel, aus einer Kleinstadt im Süden Englands. Dort arbeiten nur Menschen, die über 70, meistens über 80 sind. Die Hörer sind dementsprechend alt, nur Musik maximal bis zu den 60er Jahren. Der Star des Senders ist eine Moderatorin, Audrey. Damals war sie 91, jetzt ist sie 93, praktisch taub. Ich höre sie oft noch, ich kann es nur hör im Internet einmal hinein, Angel Radio, wenn sie moderiert, einfach zum Hinknien. Sehr toll, danke für den guten Tipp. Vor allem ist es zuversichtlich und stimmst mich für die Pension und darüber hinaus könnte man ein bisschen was tun. Wir haben noch 40 Jahre Karriere vor, ich 30, du 50. Super. Roland, bitte sag uns, es ist im Moment eine ganz wichtige Pressekonferenz im Gang. Vier Bundesministerinnen und Bundesminister sprechen zu den Journalisten. Wie schaut es aus? Wir haben interessante Ergebnisse. Du weißt schon einiges. Doch jede Menge Neues. Die Öffnungen der letzten vergangenen beiden Wochen haben sich nicht negativ ausgewirkt. Die Fallzahlen sinken weiterhin, hat Gesundheitsminister Anschober gesagt. Diese ominöse Reproduktionszahl ist unter 0,6. Die Folge ist, die Ausgangsbeschränkungen werden mit 30. April 0 Uhr, 24 Uhr fallen. Das heißt, man darf dann wieder hinausgehen, man darf bis zu 10 Menschen wieder treffen. Aber dieser 1 Meter Sicherheitsabstand muss weiterhin gewahrt werden. Die Lokale, wir wissen schon, sperren am 15. Mai auf, Hotels am 29. Mai. Pro Lokal dürfen pro Tisch 4 Erwachsene plus die Kinder zwischen 2 Gästegruppen muss 1 Meter Abstand herrschen. Das Personal, Servierpersonal muss sowohl im Garten als auch im Inneren Masken oder Gesichtsschutz tragen.
Begräbnisse werden wieder mit 30 Personen zugelassen, Hochzeiten mit 10 Personen, also doch weitreichende Änderungen, die da heute bekannt gegeben werden. Absolut, also das klingt ja schon wieder nach viel Normalität. Irgendwie hat man im Moment immer so ein bisschen das Gefühl... Man ist ja schon mit bald was zufrieden, kann man sagen. Ja, eigentlich. Ja. Eben, ich wollte gerade sagen, vorsichtig ist man ja trotzdem. Du weißt, Tante Jolisch, Gott bewahre uns vor allem, was nur Glück ist. Ja. Ja, sag, findest du das okay? Findest du, dass man da auch wieder voll reingehen soll? Ich bin ein bisschen vorsichtig, also weil voll, ich mir denke, man muss einfach immer nur aufpassen. Voll reingehen oder? Tut man ja nicht. Ich finde es richtig, dass man angesichts der guten Zahlen, die wir haben, öffnet, dass man vorsichtig öffnet, dass man das in regelmäßigen Abständen kontrollieren wird, wie es sich auswirkt. Die Zahlen werden wieder hoffentlich nur leicht nach oben gehen, das ist klar. Aber die Zahlen sind Gott sei Dank in Österreich erfreulicherweise so niedrig, dass man sich diese Aufhebung dieser Beschränkungen leisten kann. Viele hätten sich mehr gewünscht, viele hätten sich wieder die totale Rückkehr ins alte Leben gewünscht, aber das wäre wohl zu früh. Okay. Gut, für die Wirtschaft ist es natürlich ein wichtiges Zeichen, dass auch die Betriebe wieder ordentlich hochgefahren werden können. Ich meine, im Restaurant sitzen ja 4 Personen am Tisch, das erscheint mir jetzt durchaus realistisch. Zum Beispiel auch gesagt wurde, nur mehr auf Vorreservierung, also es sollte nicht spontan mehr in Lokale gehen, dass es keine Wartezeiten gibt, dass man reserviert. Es wird auch für stell dir das mal vor, du bist aus einem Heurigen, ich wohne in Berchtesdorf, und du darfst also vier Erwachsene pro Tisch haben. Wie machst du das? Die Tische sind normalerweise auf 10 Personen ausgelegt. Es wird in der konkreten Ausformung noch sehr schwer sein. Von manchen Wirten oder Restaurants hört man ja, wenn ich nur die Hälfte meiner Plätze belegen darf, dann zahlt es sich für mich gar nicht aus, dann sperre ich vielleicht gar nicht auf. Also es wird trotz allem, aber es ist natürlich eine Erleichterung, aber von normal werden wir noch lange weit entfernt sein. Ja. Ich habe kürzlich auch gelesen, dass sich vielleicht auch die Kultur etwas ändert. In Österreich ist man das ja gewöhnt. Man geht wohin, sucht sich den Tisch selber aus. Jetzt wird man wahrscheinlich, so wie in vielen anderen Ländern, eher abgeholt werden und zum Tisch gebracht. Ja, was wir aus unseren Reisen etwa nach Großbritannien oder in den USA kennen, das einfach hinsteuern auf den nächsten freien Tisch, das wird es wahrscheinlich in nächster Zeit nicht geben. Also es wird auch hier eine neue Normalität. Ja, also wie immer, aber das die, die hoffentlich nicht, die in Wahrheit keine Normalität ist. Es bleibt eine unangenehme Ausnahmesituation, aber wie gesagt, heute sind wir mit bald schon mit was zufrieden. Ne? So ist es. Du sagst es, wärst du jetzt mit einem Stück Kardinalschnitte zufrieden oder happy? Bist du, wie man so schön sagt, der Süßer? Ich bin kein Süßer. Ich frühstücke, habe ich heute schon gemacht, um 5 Uhr früh, Müsli mit Joghurt. Gelegentlich beim Tanken gelegentlich eine Tafel Schokolade. Oder ein Eis. Ein Eis, das verstehe ich. Wir kochen trotzdem jetzt Kardinalschnitt. Ich hätte sie dir gern zubereitet, aber ich kann das eh nicht. Ich überlasse es den Profis, bitte sehr. Monika Baumgartner ist Wirtin und Köchin aus Leidenschaft. Die Zugeheiratete ist nicht nur die gute Seele des Hauses Baumgartner, sie bäckt auch voller Leidenschaft. Heute für uns den Klassiker, wegen dem die Gäste teilweise auch gern von weiter her kommen, eine Kardinalschnitte. Zuerst die Baiser-Masse, dann den Biskuitteig. Das sind ganze Eier und nur Dotter, werden sehr schaumig mit Staubzucker gerührt. Und wenn das recht cremig ist, die Masse, dann kommt Mehl mit Maizena und ein bisschen Backpulver dazu. Das wird schön langsam unterkommen. Dann werden der Baiser auf Bahnen aufgestrichen und in die Zwischenräume wird dann das Biskuit eingefüllt. So souverän, wie sie das heute macht, war das nicht immer. Und darum weiß sie auch, warum sich viele über diese Mehlspeise nicht drüber trauen. Weil es einfach das mit der Baiser-Masse ein bisschen zum Aufpassen ist, damit das nicht verrinnt oder es ist zu flüssig oder zu fest. Ich habe schon so viele Meinungen gehört, es ist bei jedem fast die erste daneben gegangen, bei mir auch, muss ich auch zugeben. Nachdem alles eine schwache halbe Stunde bei mäßiger Hitze im Rohr gebacken wurde, wird die Kaffeecreme aufgetragen. Die wird dann einfach Schlag mit Löskaffee und Staubzucker ein bisschen schön cremig gerührt. Ein bisschen Sahne steift zum Schluss dazu und dann einfach zwischen die zwei Teigbahnen eingestrichen und fertig. Ich
würde das echt gern können, aber die Gerätschaft ist irgendwie so professionell, oder? Für den Hausgebrauch. Aber vielleicht können Sie das gut, wenn Sie es nachkochen wollen, nachproduzieren wollen, bitte auf unserer Homepage noch einmal das Rezept abrufen oder auch regelmäßig in der ORF-Nachlese. Da finden Sie alle unsere Rezepte. Und ich suche und finde ihn zum Glück täglich. Meinen lieben Kollegen Martin Ganster. Er ist uns diese Woche ja aus dem Burgenland immer zugeschaltet. Kann ja leider nicht bei ihm sein. Das ist im Moment nicht möglich. Und er hat sich einen schönen Platz für uns ausgesucht. Er ist in der Nähe von Parndorf und er zeigt uns, wie Nachbarschaftshilfe dort funktioniert. Er ist beim Zirkus zu Gast, aber abgeworben hat man dich noch nicht, hoffentlich. Nein, ich bin noch kein Zirkuspferd oder sonst was. Ich bin hier nur zu Gast und hier wird Hilfsbereitschaft in Neudorf bei Parndorf tatsächlich gelebt. Du hast es gesagt, ich bin bei einer Zirkusfamilie, die hier vor 6 Wochen gestrandet ist. In Neudorf bei Parndorf, die wollten eigentlich auftreten und dann ist einfach nichts mehr gegangen. Aber das soll uns am besten der Chef des Zirkus Emilio erklären, Emilio Wertheim. Wie war das damals vor 1,5 Monaten, als ihr hierher gekommen seid und auftreten wolltet? Wird sich das damals abgespielt? Wir sind einfach losgefahren nach der Winterpause. 3 Stationen haben wir gemacht. Letzte war Prellenkirchen und danach sind wir nach Neudorf gekommen. Zuerst hat es geheißen, wir dürfen spielen. Ja. Dann haben wir ein Zelt aufgebaut, dann wieder nicht. Haben wir wieder aufgebaut, dann wieder bis 50 Leute. Haben wir es wieder aufgebaut, dann sowieso nicht spielen, dann haben wir wieder abgebaut. Jetzt stehen wir da seit 1,5 Monaten. Ja. Aber danach ist ja nach dieser Absage gleich was wirklich Rührendes passiert. Wir waren ja auch bei dir zu Besuch vor 1,5 Monaten und ihr wart wirklich eben, wie gesagt, gerührt. Die Leute haben euch geholfen. Wie ist das abgelaufen? Ja, die Ersten, was geholfen haben, waren die Polizisten. Aha. Einen großen Dank. Sie sind sofort hilfsbereit gekommen, haben uns Lebensmittel gebracht. Und danach ein Auto nach anderen sind mit Lebensmitteln gekommen, auch finanziell. Ja. Weil der Bürgermeister, der hat so WhatsApp-Gruppe organisiert, dann ist es losgegangen. Und da wird auch heute noch geholfen. Wie ist die Hilfe in den letzten 6 Wochen? Wird sich das entwickelt? Jetzt eher weniger, aber es gibt immer noch Leute, die was ab und zu kommen mit Lebensmitteln und auch finanziell. Auch gespendet wurde euch von der Nachbargemeinde Parma, glaube ich, zum Beispiel. Da wurde gesammelt. Aber wie läuft denn das Leben jetzt bei euch während dieser 6 Wochen ab? Was habt ihr da zu tun? Ich sehe im Hintergrund, deine 4 Kinder üben mit der Barbara, mit deiner Frau, gerade Hula-Hoop-Reifen. Was macht ihr da den ganzen Tag? Es ist langweilig. Also trainieren, ein bisschen was reparieren. Ja. Und für mich selber ist das ein Gefängnis. Ich bin so gewohnt zu reisen und viel Action. Ja, und jetzt sind wir da halt. Normalerweise seid ihr in ganz Österreich um diese Jahreszeit unterwegs. Wie ist das mit euren Kindern? Die Kleinste, wir sehen sie hier im Vordergrund, ist 4 Jahre. Die anderen sind schulpflichtig. Wie organisiert ihr das? Also das tut nur meine Frau unterrichten. Ja. Aber die müssen dann jeden 3. Monat Prüfung machen in der Tschechei. Ja. Genau, ihr seid aus Prag, seid aber schon seit 15, 20 Jahren in Österreich unterwegs. Und ihr habt euch ja auch für die Zeit nach Corona, wie lange auch immer das dauern wird, eine Geste der Dankbarkeit überlegt, weil ihr... Ich will einen großen Dank dem Bürgermeister sagen, alle Mitbewohner von Neudorf, Gartendorf und Zurndorf und Parndorf. Ja. Ganz herzlich will ich mich bedanken bei den Leuten, was die für uns getan haben. Und habt ihr auch vor, für die Bevölkerung da zu spielen, oder? Ja, genau, das haben wir festgestellt, wenn alles vorbei ist, dass wir eine Gratisvorstellung für alle Nachbarortschaften und hauptsächlich für Neudorf machen. Da werden sich vor allem die Kinder freuen, denn ihr seid ja hauptsächlich für Kinder. Der Clown, du, der Emilio steht im Mittelpunkt. Aber ich möchte noch ganz kurz die Geschichte des Tages für mich erzählen, weil als wir hier um 6 Uhr hergekommen sind, hat dir deine Frau eine Schuhschachtel, die neben dir steht, aus dem Wohnwagen gereicht und wollte dir eine Neuigkeit, eine Nachricht übermitteln. Zeig uns doch, was sie dir übermittelt hat. Ja, das sind zwar keine Schuhe, es ist ein bisschen was anderes, aber das ist... Der Hinweis, dass du zum 5. Mal Vater wirst. Heute hat er das erfahren. Das erste Corona-Baby sozusagen, von dem wir offiziell wissen. Genau. Okay. Emilio, ich wünsche euch alles Gute, danke. Auf dass die Hilfsbereitschaft weitergeht. Danke, Emilio. Danke an alle. Und jetzt zu dir, liebe Eva. Martin, was deine Recherchen immer ergeben, es ist unglaublich. Vielen lieben Dank und liebe Grüße ins Burgenland. Und alles Gute für das Zirkusbaby, das Corona-Baby. Und übrigens, nicht nur dort im Parndorf ist ein Zirkus gestrandet. Viele Zirkusse in Österreich sind irgendwo gestrandet. Auch in Berndorf, da gibt es den Zirkus Candy. Und dort wurde vor 1 Monat ein Baby geboren. Das ist auch eine tolle Geschichte, die hat uns Edith Wiemer
übermittelt, hat uns eine E-Mail geschrieben. Dankeschön, alles Gute auch für diesen Zirkus, der mittels Nachbarschaftshilfe dort gut versorgt wird. Das war's schon. Ja, für uns ist heute schon Schluss. Und jetzt bitte nicht traurig sein, unser Kollege Philipp Jelinek, der turnt heute nicht. Der Nationalrat, der ist jetzt dann intakt sozusagen und Philipp musste dem weichen. Aber die Zeit im Bild gibt's jetzt mit Rosa Leyern und wir sehen uns morgen früh wieder um 6.30 Uhr stehen wir für Sie auf. Ich freue mich schon. Bis dann.